User joined your channel. User in your channel timed out. So, nimm dir das aus dem Mörder hinten raus, okay. Hast du gesagt? Ich soll das aus dem Raiden rausnehmen. So. Für wen ist die Munition? Für dich. So, gut. Dietrich, hatten wir keine mehr, oder? Im Lager sind keine, müsst ihr nochmal im Dings gucken. Oh nein. Papi, wir sollten auch langsam mal Waffen kaufen. Macht ihr darum keine Sorgen? Ja, ich glaube jetzt nämlich, ich hab meine Pistole. Das kann doch was. Hi, Chat. Jo, ich hab 30 Dietriche dabei. Leon. Kannst du mir die geben, Papi? Nicht alle. Nee, gib mir mal 15, bitte. Was? Ich hätte, also es ist, ja. Das hier. Leon, nimm's aus. User left your channel. Naja, Max hast du jetzt ein bisschen übertrieben, weil so viele werde ich garantiert nicht brauchen, aber... Ja, haben ist besser als brauchen. Ja, das stimmt. So, gut, dankeschön. Wo ist der Rest von uns? Ist Nero. Nero. Ich ruf ihn mal an. Nero. Ich ruf Nero an. Ich ruf ihn an. Ja, Nero, hier ist Flo. Wo bist du gerade? Digga, voll die Subbomb gestartet, Alter. Das hat den Mac total zerstört, ey. Mehr sag ich weiß das nicht. Tuning. Bist du nicht im Funk? Wir wollen Matthias aus dem Knast rausholen. Jetzt. Hä? Ja, der hat sehr, sehr lange bekommen, ne? Nur so zur Info. Naja, ich wüsste, was sein Blitzer-Ticket schon wieder offen hatte. Das ist das erste und die. Auch gut. Aber der müsste noch ein bisschen sitzen. Ich laufe schon wieder rum wie ein Schlumpf-Chat, ey. Irgendwie. Glaube ich, habe ich Motten auch. Klammer 2 dürfte das sein. Papi? Sie. Nero geht jetzt schlafen. Dann machen wir es zu dritt. Richtig. Wird ja wohl machbar sein, oder was? Haben wir beide mit dem Heli rein, er wartet als Fluchtraum mit dem Fluchtauto. Ja, haben wir einen Heli? Wo sind unsere Helis? Sind immer noch kaputt alle. Die können ja nicht immer noch kaputt sein. Doch. Doch. Dann
fahren wir jetzt mit dem, was wir haben, dahin. Ja, richtig. Ich mache Einzelbesetzung. Ich sage es sogar so, wie es ist. Ich würde sogar... Nein, wir machen das so. Ja? Wir haben da hinten noch einen leeren Pounder stehen. User joined your channel. Ja? User left your channel. Ich nehme den Pounder, stell den da vor die Tür, steige dann aus und dann knacken wir. Alles okay? Klar. Und du fährst mit Leon mit dem Astron. Bevor wir Heilbobo machen, ne? Das ist nicht schnell, ne? Das ist abgeschlossen. User left your channel. Hola, hola. Einmal frei, Jürgen, wo bist du? Hör auf, Anwesen. Einwandfrei dann am besten. Ab in den Krieger, wir holen Matthias aus dem Knast. Jo, da ist er ja wieder. Olle, Jiggy. Wir holen uns Matthias aus dem Knast raus. Schauen wir mal. Ob das was wird. Wartet unten auf die Straße, ja? Alles klar, man muss dann. Flo, du hast den Pounder, ne? Ich komm jetzt runtergeknallt, da. Bueno. Auf dem Weg, falls wir einen einzelnen SDler, was auch immer, sehen, ne? User left your channel. Wie bitte? Ich sag, fahr du mal vor, wir halten uns bedeckt hinten. Im besten Falle wirst du von irgendjemandem kontrolliert und wir ziehen niemanden raus, weißt du? SD-Ler, Coppers, wer weiß vielleicht. Ja, wäre natürlich am vorteilhaftesten. Wenn ich ziehe, ist einfach so, das Ding durchweist einfach auch, ja. Wie sagt man? Mit der Tür ins Haus sozusagen. Ja, richtig. Was haben wir zu vergeben? Wir sind 3 Mann, weißt du. 4? 4 mit Jürgen jetzt, ja, stimmt. Aber Jürgen ist halt sehr, sehr starker Schütze, muss man auch einfach dazu sagen. Jürgen ist einfach der Ultraschütze überhaupt, ne? Also, was der damals auf einen Krieg und Sudan auch, Papi, und Kongo, ja. Ich glaube, um die Uhrzeit werden wir jetzt kaum noch einen antreffen, ja? Lass doch einfach jetzt alle gesammelt dorthin. Es sind gerade 4 Cops-Autos, als ich auf dem Weg war zu LSC3 ins PD gefahren. Und haben dort Tokyo Drift gespielt, ne? Mehr sag ich dazu nicht. Ja, denn, ja, aber dann müssen die sind, wir. Die sind pennen gegangen. Meines Erachtens. Ja, aber. Wir haben vielleicht Glück, Amigos, wir haben vielleicht Glück, wer weiß, man. Ja, deswegen sagt. Gestern und heute müde, ne? Was? Was, wie was? Ja, ich würde versuchen aufzubrechen. Machen wir auch. Ich habe nur gesagt, falls wir jetzt auf dem Weg einen gefunden hätten, wer weiß. Hätte der dich jetzt angehalten, so, aber nur, wir fahren jetzt straight hin. Wenn da niemand ist, dann gehen wir da jetzt rein. Und wenn da welche davor sind, werden die direkt als Geiseln genommen, keine Ahnung mehr. Sonst uns aufschließen, müssen wir jetzt Sub-Setup machen. Wo seid ihr denn jetzt da? Hinter dir. Gib Gas, Leon. Alle Gas geben, los. War mal los. Das war mich zur Tür. Du versuchst oder soll ich? Ich mach Anfang, du machst Rest.
Ach du Scheiße, was ist das ja, denn? Ja, deswegen, ich mach Schabbat. Das ist sauschwer. Bruder, ich mach das das allererste Mal, was ist das, ey? Ja, schwer. Absolut ekelhaft schwer. What the fuck, Alter? No, du bist dran. Aber ich weiß nächstes Mal, wie es geht. Jo, Chat, Alter, voll verkackt das erste Mal. Go, 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 komm schon. Einer hat einen Blick nach draußen. Tricky mit den Dietrichen. Echt tricky, wie viele auch gleich weg sind, ey. Wie sieht's aus, Flo? Weiter, 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 okay. Halt einer noch. Einer hält draußen noch eine Vorhut. Du kannst ruhig gerne reingehen, versteck dich hinter dem Schreibtisch dort, den großen. Und wenn du welche siehst, ne, dann gib Alarm. Ey, du musst auf jeden Fall, ich muss das unbedingt auf jeden Fall üben, ey. Hab ich gerade gemerkt, ich hab das allererste Mal gemacht, ey. See you, amigo. User joined your channel. Was ist los? Sehr schwer, ich brauch die Dietriche. Machst du bis jetzt sehr, sehr gut, amigo, weiter so, du alter Schlossknacker. Ey, Bruder, da komm ich auf jeden Fall, ey. So, ne? For free dann aber bitte auch. Oh, Bruder, komm schon, 3-0-0. Okay, die krieg ich noch zusammen, ey. Jiggy, die krieg ich noch zusammen. Gar kein Ding. Kommt schon, Mann. Ein Auto kommt. Nach vorne und pack die erstmal hin. Alles klar. Wer hat den Kopf? 3. Ja, kommt da hinten, kommt rein, alle, ja, rein, komm, alle Leon, rein. Leon, komm, komm, komm. Waren 3. Das erste, was sie gemacht haben, direkt die Reifen zerschossen. Was haben die gemacht? Ja, die Reifen zerschossen. Die Cops haben die Reifen zerschossen. Ja, genau. Was für dreckige Pendejos, amigos. Können auch von hier kommen, ne? Das wisst ihr. Tickt ab, tick-tack, bloß ein weiter, alles gut, Jungs, alles gut. Matthias ist unsere Geisel, okay. Wir
Schießen wir direkt, wenn die reinkommen? Nein. Klare Ansage, die sollen sich verpissen. Ich hab nur noch 5 Dietrich. Schwer. Bleib cool, bleib cool. User left your channel. User left your channel. Habe ich wenigstens noch die Action, die ich haben wollte, wo ich vorhin schon nicht mit dabei war, wirklich. Wo ich auf dem Dach gestorben bin. Für alle auf jeden Fall bestimmt nochmal, ne? Ob heute Nacht zu sehen, hau ich das Ding nochmal rein. Aber jetzt wollen wir zumindest unseren Hermano raushören, ey. Keine Ahnung. Das wird so irgendwie rumlungern, weißt du? Und keine Ahnung. Nichts machen, ne? Auch Bullshit. Egal wie viele wir sind. We try. Unser Hermano sitzt drin, ne? Also. Ja, Flug kriegt langsam auch Muffensausen. Hat Schwierigkeiten mit dem Schloss. Mach dir keinen Stress, Flug, komm schon. Ich habe keine Dietriche mehr. Komm her. Ist das dein Ernst? Ja, weißt du, wie schwer das ist? Das ist ja auch noch nicht so, ich sag mal, ausgeprägt, das Ganze. Ich habe nur noch einen. Wir hatten 50. Ja. Bitte? Das waren 50, Amigo. Papi, was soll ich machen, wenn der da immer automatisch dann, ne, den Abgang macht? Ich weiß. Was ist jetzt? Scheiße, ey. Er wollte mich besuchen. Ja, da war ich nicht da, ey. Vor 4 Wochen war ich auf jeden auch Fall keine nicht Woche, da. Oder? Ich war den ganzen Dezember nicht da. Ey, Amigos, ist das euer Ernst jetzt? 50 Dietriche. Ey, ich hab so die Fresse voll, Alter. Das ist schlecht, wirklich. Jetzt haben wir ein Problem. Wir können einen von uns ausziehen, als Geisel nehmen. Das dürfen wir nicht, ne? Hm. Kommt, wir holen uns die Koppers im besten Falle. Scheiße, Jungs. Wir haben keine Dietriche mehr. Die laufen draußen rum. Langwaffen. Die sind genau vor uns. Rechts im Hof ist auf jeden Fall einer. Jo. Hört mal zu, ihr übertreibt mal nicht, okay? Bleibt mal alle ganz, ganz ruhig. Amigo, du brauchst doch nicht rumzulaufen. Bleib mal. Entspann dich mal, Amigo. Das ist mir egal, die Herren. Wir haben hier einen Hermano drin, ja? Wir kommen hier nicht raus. Wir haben hier einen Hermano drin, Amigo. Was schießt du denn, Mann? Komm zurück. Ihr seid meiner Todeszone. Ich werde den White pickieren. Wir dürfen nicht hintereinander stehen. Kommen Sie raus, ich bin in meiner Todeszone. Scheiße, Mann, wir haben uns in die Scheiße gebracht wieder, ey. Seit wann ist das hier eine Todeszone? Ey Jungs, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, euch zu ergeben, ja? Ihr kommt jetzt hier rein, ihr macht die Zellen auf, habt ihr uns verstanden, sonst stirbt hier heute noch jemand, ja? Das ist mir egal, habt ihr mich nicht verstanden, oder was, ihr pennt auf? Habt eure Augen nach Danten. Ich sag's euch zum letzten Mal, ihr macht jetzt einer die Tür auf, sonst stirbt hier heute noch jemand, ja? Wir sind die kleinen Überzauber, sonst hol ich meine Jungs aus den Bergen, die kommen ja auch noch, und dann ist Feierabend. Überlegt es euch ganz genau, ja? Also, ihr habt die Chance. Amigo... Schießen, ich hab immer vergessen, ey. Diese Dreckskoppers, Alter, mit ihren aggressiven Grundhaltung, ey.
muss ziehen, ich muss ziehen. Flug ihm jetzt nicht vor. Ganz gut, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Pass auf. Hinten, hinten. Ich sehe den doch nicht, Mann, ey. Der ist unsichtbar. Spritze, Spritze, Spritze. Täter soweit gestellt. Ja, der Start hat Langwaffen und fickt uns immer wieder. Man scheint auch keinen Bock auf Epema, uns irgendwie den Jungen rausholen zu lassen, damit keiner stirbt oder so, aber wir sind da gerade auch echt kamikaze-mäßig also reingegangen. MD zu rufen und das Gelände absuchen. MD ist auf dem Weg. Alle stabilisieren bitte. Dreckspenderes, ey. Stabilisiert. Ja, war so einfach mager. Einfach mager. Ich habe zumindest noch versucht mit meinem Geschrei irgendwie, ne, dass niemand stirbt. Wir wollen nur unseren Jungen rausholen okay. Und so. Und jetzt sind sie wieder versuch's mit den Langwaffen reingestürmt und ja. Das wird zu machen, ne? Ja, MD ist schon informiert. MD ist wieder informiert. Jetzt kommt die Chose wieder und ach Bruder, ey, hör mir doch auf, ey. Grad bin ich schon ein bisschen pissed off, Alter. Hätten sie mich mal durchgehen lassen können. Am vorhin schon beim, ne? Bei der Assi-Kammer rasiert, ey. Und gestern auch schon rasiert nach den. Und jetzt geht's weiter, ey. Ach, ich glaube nicht. Bruder, ey. Ein Mann rausholen, weißt du? Es ist immer ein Geben und ein Nehmen und wir haben echt genug gegeben jetzt, ey. Hast du? User left your channel. Ich krieg den letzten nicht. Hätten sie auf uns eingehen können, genauso sehe ich's auch. Ja, ich hab's versucht und ja. Jetzt gehen wir alle wieder ins SG und selbe Schuss wie gestern, kriegen unsere Afteinheiten und naja. Anstatt sie einfach mal uns versuchen, ein bisschen entgegenzukommen und auf das RP, also was heißt RP, ne? Wir sind Kamikaze rein, aber bei so einem ersten Schusswechsel, wenn man versucht zumindest dann zu verhandeln, dann kommt nichts von okay. Der Gegenpartei, nur Langwaffen Tino kommt mit dem Idee mit. Ja, und dann war's das. Kann eine Person nicht stabilisieren, wenn das kacke. Ich glaube, den jungen Mann in den braunen Hosen, ich weiß es nicht. Warte, ich versuche mal, ob ich irgendwie rankomme. Ich habe auch keine Ahnung, wer das ist, ob das der hintere oder vordere ist. Ich weiß nicht, ob der hintere oder vordere ist. Aber was willst du machen? Ist nun mal der so, nicht ne? Ist letztendlich Todeszone, wie sie gesagt haben, ne? Damit werden sie auch argumentieren im Nachgang. Aber, wir machen Roleplay und, ich finde, du kannst auch Bad Frags dann in solchen Momenten vielleicht einfach auch mal zugestehen, okay, ne? Gerade wenn er Call kommt, ich finde nicht, dass hier jemand stirbt und so, oder, ne? Wir wollen unseren einen Mann rausholen, dann kann man darauf versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, Weg. Aber, es geht leider wieder nur aufs Scheppern aus, ey, weißt du, das ist immer so mühselig, ey, weil wir dürfen jetzt gleich wieder Knast-RP machen, weißt du? Fuck off, ey. Ja, der Rick 5 ist richtig, ey. Mal eine böse WhatsApp schreiben, machen wir, ey. Bei Dispatch ist wieder 4 Leute. Das ist wieder. Auch Poki grundsätzlich ja, genau, hat sich schon viel Leute geändert, ne? Also im Moment ist schon so ein Umschwung, ein guter Umschwung zu merken, aber Jungs, ich möchte stabilisieren. Ich glaube, es muss halt immer noch. Ja, eine Person konnte mir nicht stabilisieren. Das Gespräch gesucht werden. Einmal folgen, bitte. Man muss ne, versuchen, irgendwie Verständnis auch mal. Und wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen. Okay. Ne? Mir geht es ja auch nicht um Gewinnen und Verlieren die ganze Zeit. Ja, okay, ich beide bekommen. Gestern und heute schon wieder rumgejammert. Okay, perfekt. Aber darum geht es nicht ne, bei dem Game. Genau, nimmst du den mit, bitte? Wir wollen alle ja, Spaß folgen, haben, bitte. Die Bad Frags auf ihren Seiten, genauso wie die PD. Ach komm, was ist denn? Und daher auch einmal bitte folgen. Ich kann nicht folgen, ich bin verletzt. FAB Agent, wir haben gerade irgendwie hier noch einen bekommen. Okay. Kommen Sie mit daher? Kann ich nicht. Kann man den Raum eigentlich hier drinnen auch nutzen? Ja. Ja. Dann brauchen wir nicht unbedingt ins Dings rüber nach Sandy. Ja, wir benutzen den Raum hier im SG, den Behandlungsraum bitte. Der Herr, hallo? User left your channel.
Hallo? Sind alle da? Ich. Ja, ich kann nichts antworten, Sanja. User mich left your channel. Ich bin verletzt. Obwohl, ich kann gehen. Ich kann gehen. Ist da drin noch jemand? Ich kann gehen. Das ist keiner drin. Ja. Ich kann doch gehen. Okay, bei mir, wie gesagt, gerade eben noch einen bekommen. Von euch? Ja, mal einer mit. In den Küchenraum hier in den Küchengang aufgefüllt, damit jeder wieder jeden sieht. Oder wenn ich bei der Besuch bin, das freut mich gar nicht, oder? Danke. Ja, alles klar. Das ja. Ich habe 4 Leute gezählt. Ja. Einmal, der Herr auch einmal hier bleiben, bitte. Genau, einmal hier an den Zaun stellen, bitte. Dankeschön. Darf ich jetzt verhandelt werden? Bitte. Selbstverständlich dürfen Sie. Ihr dürft entscheiden. Erst durchsuchen und Ding oder sollen wir die behandeln? Und da, also erst durchsuchen, behandeln oder erst behandeln und danach durchsuchen? Erst. Oh, Alter. Verwirr mich nicht. Ganz im Ernst, wollt ihr uns nicht erstmal. Wir machen Durchsuchungsbehandlung. Durchsuchungsbehandlung, okay. Durchsuchungsbehandlung. Ja, wir sind dabei. Also wir machen hier im SG. Augenfehler, es gibt. Also es ist eure Entscheidung. Freut mich, dass auch mal rein schnupperst. Ey, wie gesagt, hat ihr das. Können Sie einmal Ihre Waffe wegstecken? Auch wenn Sie so klein nicht draußen haben, sieht man komisch aus. Immer noch, ne? Ich sag immer, der ein oder andere Schießwütige oder der das nicht kapiert, wie ne, Roleplay funktioniert, ist leider noch immer unterwegs. Und gerade hier. Ja, okay, mach erstmal einen Check. Genau, Jungs vom FIP, zieht euch mal bitte auf die Seite, die machen erst Befragung. Gerade nachdem wir uns heute schon Schmerzen, wie stark sind die Schmerzen? Ich hab eine 5. Geht's denn gut, der Herr? Wo? Dann. Können Sie mich ja nicht beim Durchschlechert. Ja, dann machen wir bei Ihnen erst. Da vorne ist doch so ein Medizinraum, zum da nicht reingehen. Wo? Was? Der Herr in der weißen Weste, können Sie einmal die Waffe rausholen und wieder reinstecken? Bei mir ziehen Sie die ganze Zeit die Waffe rein, raus. Ich kann nichts. Danke. Ja, wir behandeln sie gleich hier. Wir müssen nur erstmal kurz Erstversorgung, also Erstbefragung von allen machen. Ja? Sechs und linker Arm. Kuss geht raus wie ein Follow. Ich prüfe gerade kurz nebenbei, warum ich noch immer verletzt bin. Hab gerade kurz meinem Support nachgefragt, was los ist irgendwie. Nicht, dass ich gleich wieder ins Koma falle und keine Ahnung, was passiert. Wow. Schau mal, ne? Ella, wie schnell Dinge auch, ne? Mittlerweile funktionieren also, ne? Die mit geben sich echt alle Mühe. So. Zuerst behandeln und dann. Besser, okay. Jetzt aber. Ja, das ist. Senior dafür die Schnelle, ne? Mir geht's gerade viel, viel besser. Okay, ja, dann nimm dir einen Agent mit zur Behandlung. Ihr müsst das eh aufsperren. Das wäre nicht so gefährlich. Ne, es geht um den Schutz von den Medics. Süß. Ne, deswegen. Okay, ja, dann geht der eine Agent hier mit. Zero, gehst du mit, ne? Jawohl. Sehr schön. Auf geht's. Ja, du warst immer total schieß für dich, Jigge, ne? Ja, du musst ihr zeigen, wo. Ja, komm, ich geh mit, komm. Entschuldigung, bin noch am Schreiben. Soll ich mitgehen? Ja, gehen Sie mit, ich komm mit. Ja. Können Sie laufen oder sollen wir Sie fahren, der Herr? Ich bin ein bisschen nach Hause. Ich kann nicht zu Fuß gehen, das ist gar kein Problem. Ja? Kommen Sie einmal, können Sie noch einmal kurz zu mir kommen, bitte? Das ist ja, dann so geht weit, der, dann also ich gehe zu Fuß, geht der kurz mit. Ja, alles klar. Zum Medic-Raum, ne? Ja. Ja, genau. Ich dachte nach Hause, ich wohne noch ähnlich in Amerika. Scheiße. Nee, Papi, komm jetzt. Was ist denn Schmerzen, wie stark sind Sie? Mir wird, weiß ich nicht, in die Schulter geschossen, aber scheint ein Streifschuss zu sein. Was gut. Mir wurde gestern schon im Bauch geschossen. Das habe ich gehört. Nur diese schießwütigen Kompass im Training. Ich habe deine Schmerzensschreie gehört. Hast du, ne?
Während ich Nero behandelt habe. Scheiße. Der hat richtig mitgefühlt. Hat gefragt, ob ich ihm mehr Schmerzmittel dafür geben kann. Wir müssen einmal zurück, der Behandlungsraum ist vorne. Es gibt zwei hier. Alles gut. Einmal haben wir. Natürlich. Entschuldigen Sie. Ist so, deswegen, ne? War der Erste, der immer die Waffe draußen hatte und ne, auf Kopf gezielt hat. Ich soll Ihnen übrigens schöne Grüße von Jiggy bestellen. Von Jiggy? Genau. War der in der Stadt? Nee, aber ich war bei ihm zu Besuch. Ach was, geht's ihm gut? Dem geht's gut, ja. Ja, wenn Sie ihn sehen, dann grüßen Sie ihn bitte ganz herzlichst und seine Frau natürlich auch. Mach ich. Gracias. Ey, Jiggy, ey, glaub's ja nicht, ne? dann darf ich sie aber vorher durchsuchen, ja? Zum Nein. Ich werde nichts machen, aber nehmen Sie mir mal die Handschellen ab. Scheiße. Herrn Rotter? Schießt du dir die Tatsache? Langsam, ja. Warte, ist gerade jemand. Ja, wer spricht gerade bei mir? Das ist ganz Rennst einfach dem Roten. Ich taste ihm jetzt mal den Oberkörper ein bisschen ab. Bis dem Roten hin. Wir müssen eine Prellung von gestern sein. Oh, Junge, hättest du noch nicht was anziehen können, ey. Nee, den habe ich jetzt gerade ausgezogen. Habe ich ja schon ein bisschen Lust, gleich wieder ne? So ein bisschen Party zu machen mit dir. Weißt du, Papi, ist auch hier richtig geil, dass man erst so tut. So, ich. Ja, was ist los? Wir kotzen. Ich werde mich einfach mal hier unten. Kannst dich auch hinsetzen. Hätte sich auch auf die Bank setzen können. Alles gut. Die Kolumbianer sind das doch gewohnt an mir. Unter widrigen Verhältnissen. Soll ich dir helfen bei Robert herausziehen? Oh ja, das wäre nicht, Brobi. Gracias. Du kannst kurz kalt werden. Ich mach nur ein bisschen sauber, okay? Scheiße, brennt das, ey. Was machst du denn für Sachen? Ja, warum nur jemanden hier, der hier ganz alleine war, rausholen wollen? Mir auch nicht. Ach, ihr wolltet einfach nur sozial sein, dass er nicht so alleine ist. Seh, wir sind halt, wir sind eine Familie, weißt du? Mhm. Und man kann nie den anderen im Stich lassen, du weißt, wie das ist. Wir haben zu viel erlebt damals von den Kolumbien. Und eins fuhr es einfach unter uns, dass wir niemanden zurücklassen, egal wie viele wir sind, oder ja. Oderjenige steckt. Wir sind immer füreinander da, Ruby, wie hier auch bei MMD. Ah! Pass bitte auf. Ja, ich mach schon Vorsicht. Ich bin nicht grob. Oh, natürlich bist du grob, das Fall. Nein, ich bin immer lieb. Das ist vielleicht gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt aber schon eine Unterstellung meiner Kollegin, dass sie grob zu ihnen ist. Vielleicht bin ich vielleicht ein bisschen angepisst, tut mir leid, Gino. Nee, alles gut, alles gut. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Ich hab dir auch noch gesagt, hier soll doch keine Zusagen kommen. Wir wollen in unseren Hermano, aber nein. Wird wieder gleich scharf geschossen. Scheiße. Ja. Herr Matthias, wir sollten echt überlegen. Den einfach nächstes Mal da zu lassen, wo er ist. Nein, ernsthaft. Also wie scheiße, man. Gestern schon in Behandlung, heute auch, Mann. Du bist Stammgast bei uns. Ist so, ne? Ich habe das Gefühl, da will jemand anders sehen, deswegen ist es oft bei uns. Ich denke auch. Ach so, ist das. Kurz Wingman spielen, oder was? Na, kuss. Er hat eigentlich nur Sehnsucht nach dir. So. Ganz ehrlich, ich sag, ich hab dir die Wunden gerettet. Jeden einzelnen von euch hab ich ein Wundpflaster quasi draufgetan, weil es ein paar Streifschüsse waren. Die sind aber gereinigt. Ich mach dir jetzt auch noch ein Mundpflaster drauf. Das heißt, verheilen lassen und das schaut ganz gut aus. Du hast noch ein paar Hämatome dann auch auf der Brust, aber das könnte auch von gestern sein. Ja, gestern war ganz schön doll gewesen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, aber sonst schaut das ganz gut aus. Die Dings schauen schon etwas älter aus. Mundpflaster für dich. Wundpflaster, ein Mundpflaster, weil ich so viel rede. Ich dachte schon, warum, woher der Hass, Ruby? Nein, ich hasse dich doch nicht, das weißt du doch.
User left your channel. Ist echt so, ey. Hat mich gerade voll gefühlt im Moment, ey. Hast du sonst noch irgendwo Schmerzen? Euch vermisse ich auch echt, muss ich sagen. Papi? Oh no, eigentlich nicht. War nur dieser Stresus. War ganz nett, das ist... Der Rest ging glaube ich gerade. Das hat mich aus dem Herzen gehauen. Wenn noch irgendwas sein sollte, dann weißt du, wo du uns findest, ne? Natürlich. Ich helfe dir wieder beim Anziehen. Ah, weißt du doch, ey. Ey, komm schon, wir hatten eine kurze, aber auch wirklich so, wilde und Zeit zusammen. Rüber damit. Ich denke, du musst dann ja aber erstmal ein neues Oberteil anziehen, ne? Ich sehe. Mir ist gestern ja schon alles aufgeschnitten worden. Ich war nicht mit dabei bei der Asikammer, deswegen komm, kann ich nicht, ich bin ganz spät dazugestoßen. Gracias, Freddy. Prost, du. Oh Gott. Ich muss mich abstützen hier. Ja, ich schreibe mir das so schnell auf. Ich bin ganz später zugestoßen, aber es Lust, bin dann aufs Dach nur hoch und wurde dann auch vom anderen Dach mit entlang erwischt. Gracias. Und deine Klamotten? Ach du. So, Papi. Wenigstens mal nicht zerschnitten. Ja. Nur zerschossen. Zerschossen. Du sagst es. Kommt ihr mit raus? Oder wie sieht's aus? Ich will eigentlich nur nach Hause. Ich hab gestern hier schon die Nacht verbracht. Ich hab keinen Bock mehr. Ich auch nicht. Ich hab dich gar nicht mehr. Wir haben gestern schon hier irgendwie gefühlt anderthalb Stunden. Beruhigen Sie sich mit dem Taser, der Herr, bitte. Ja, aber angeblich sollte ich weiter gewesen sein. Warum ist er gefesselt? Unsere Kollegin wurde anscheinend quasi gesagt, dass sie doch bitte woanders hin sollte. Ja, beziehungsweise, was wäre, wenn jetzt das Messer an den Hals kommt? User left your channel. Machen wir gleich draußen. User left your channel. Was ist hier los, Gino? Lass uns einmal kurz bitte nach draußen gehen. Ja, lass uns mal alle nach draußen. Dann kann ich nämlich auch sehen, mit wem ich mich hier unterhalte. Ja. Zeigst du? Ich zeig nirgendwo. Papi? Natürlich. Papi? Magst du wirklich wissen, was vorgefallen ist anscheinend noch? Gestern. Weil der Flo jetzt gerade gefragt hat. Ja. Paleto? Eine Kollegin von uns wurde anscheinend das Messer an den Hals gedrückt. Wo wir von Paleto probiert haben, quasi euch zu helfen. Victoria hat mir gestern noch gesagt, dass sie anscheinend, sie hat mir eine ganz klare Ansage gemacht, dass anscheinend irgendjemand von meinen Jungs versucht hat, du weißt schon. Richtig. Das habe ich aber auch jetzt vorhin erst richtig realisiert, wo man nochmal über die Situation gesprochen hat. Ich wusste aber nicht, was da genau abging. Dass nur mir gegenüber gehen, wenn einer der Jungs hat das versucht, Papi, ich sag dir eins. User left your channel. Das soll er nie wieder versuchen und keiner von euch. Und ich weiß, wir zwei respektieren uns und du weißt, wie ich zu ihr stehe, egal ob privat oder Arbeit. Sie, definitiv, ist so. Deswegen, ich kann privat und Arbeit trennen, aber du kennst meine Meinung zum MD zu jeglicher. Ja, deswegen bin ich auch froh, dass ich gerade so mit dir reden kann. No, aber wie gesagt, ich war da schon richtig heute ein bisschen mad drauf, ne? Aber wie gesagt, wir zwei können wir miteinander kommunizieren und deswegen. Gino wieder der Ehrenmann. Alles gut. Amigo, wie gesagt, ne, ich hab da schon immer, ne? MD hat einfach, dass sowas hat er nicht zu suchen. Richtig, und deswegen hat es mich eigentlich auch verwundert, dass es eben anscheinend auch aus allen Reihen kommt. Ja. Ich meine, die Schnauze vor uns aufzumachen. Also, da kann ich Ihnen versprechen, dass Leon wahrscheinlich der Letzte wäre, der sowas machen würde. War ja aber die Rede von zwei Personen. Ja, welche denn noch? Sie können offen reden hier, also Sie können es ruhig sagen, wer es ist. Sind deine Namen gefangen, Ruby? Dino. Wenn ich fertig mit Victoria sprechen. Ich verstehe, wenn ihr euch da nicht mit einmischen möchtet, weil das ihre Angelegenheit ist, aber dann. Nee, es ist auch immer noch meine Angelegenheit. Du bist ihr Vorgesetzter, alles in Ordnung, richtig. Gino, deswegen ist es eure Sache. Ich habe dir gerade meine Meinung dazu gesagt. Du ich kennst meine dazu. Meinung dazu. Sie, die Jungs wissen das auch, dass MD. Aber warte mal, hieß es nicht gerade, es waren zwei Personen? Es waren zwei Personen im RTW. Zwei Personen im RTW und die sollen die bedroht haben. Ey, ja, kommt mal, ey. Ja. Mit dem Heli schnell. Ablenkungsmanöver. Es waren mehr Personen im RTW. Nein, das passen nein, zwei Leute nein. In den RTW vorne. Also, nein, das war bei. Müsste jetzt?
Ich hatte bedroht. Drei Personen im RTW. Ich wollte sie bestechen mit Geld. Kann das sein, dass ich bei Ihnen mitgefahren bin? Ja, aber ich habe sie nicht bedroht, ich habe sie mit Geld bestochen. Ich wollte gerade sagen, ich war mit Jürgen, war ich zusammen im Kranken, also im RTW. Ach, ja, du warst vorne. Noch oben. Wer? Ich bin gespannt, was sich hier, wie sich das jetzt hier auflöst, ey. Ja, ich war mit der Person, um die es anscheinend gerade geht. Ja, vom Berg aus. Also, einfach rein da. Wenn es anscheinend jetzt um ne, die Person geht, wo der Name sowieso gerade gefallen ist. Mit der war ich zusammen im RTW. Und da wurde nichts gesagt von wegen Abstechen oder Messer oder sonst irgendwas. Deswegen, also ich hab Gino gerade auch schon gesagt, dass das, na, also ich hab da einen ganz, ganz klaren Kodex und MD, das wisst ihr ganz genau, das sind unsere Engel und ne, die retten ihr Leben. Die werden nicht in Scheiße reingezogen, die werden nicht bedroht und wenn sie uns nichts anbieten, dann versuchen wir da nichts zu verlangen, versteht ihr? Aber wenn da jemand bedroht wird mit Messer, mir war es auch ein bisschen suspekt, aber ich glaube nicht, da ist keine Ahnung. Victoria sich vielleicht irgendwas ausdenkt, weil sie hat mich gestern nach meiner Behandlung auch darauf angesprochen, ziemlich bestimmend, dass sie sowas nie wieder erleben möchte, dass jemand sie um Gefallen bittet, weil sie nicht korrupt sei. Und ich habe ihr gesagt, du, verstehe ich also. Nee, das war ich gewesen. Ja, aber wenn dass ich jetzt, Geld angeboten habe. Aber anscheinend gibt es auch irgendeine Missing-Story, die in dem Lauf ist. Ihr wisst genau, wenn ich sowas von meinen Kollegen höre, dass ich da natürlich auch mit meiner Position andere Regeln in Bewegung bringen muss. Natürlich. Ja, natürlich. Normal. Ja, es gibt halt einfach so einen Kodex. Wie gesagt, also Medics sind einfach für mich der Tabu, genauso wie bei den Medics über dieses auch Thema geht, du kennst meine Position dazu. Umzuballern oder irgendwie nicht zu stürmen oder als Geisel zu nehmen oder ja, versuchen, ne? Gerade von denen, die neu sind da oder in der Leitungsebene sind, versuchen irgendwie... Habt ihr denn Namen gehabt von Leuten, die es gemacht haben oder sonst irgendwas? Wir haben eins und eins halt nur zusammengezählt, wer alles behandelt worden ist und wer quasi da war. Ja Leute, aber dann könnt ihr doch trotzdem nicht einfach irgendeine Person eine Akte reindrücken. Wir können gar keine Akten drücken. Nein, oder denen das so sagen. Dann hätten wir alle diese Akte kriegen müssen, weil nie richtig feststand, wer es war. Alter, ey. Ja, du, es tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber das ist nur mal die Tatsache. Ja, wie gesagt, wir drücken euch ja keine Akte. Nein. Sie, klar doch. Dann hat halt ne, die andere Seite absolut verkackt. Ja. Ja. Weil, wie gesagt, es kann nicht sein, also wenn es so wirklich passiert ist, dann soll der Teufel über dem schweben. Tut mir leid, dass ich das so sage. Ne, Papi hat dazu auch gerade was gesagt. Ich kann es zwar nicht glauben, aber... Ne, da ist PD, FIB oder sonst irgendwer, kann ich einfach denn die Akten frei mit vergeben. Wie gesagt, was die für Akten, das ist, wie gesagt, da können wir. Ja, dann will ich jetzt auf jeden Fall mit denen nochmal reden. Das kannst du ja gerne machen. Aber Flo, sei mir nicht böse, wie gesagt, ich kann nicht daneben stehen und sagen, ja, nein, ist halt das so. Ist ja auch richtig, Gino. Also das weiß ich, sollst du auch nicht. Natürlich sollt ihr handeln. Lass ihn ausreden, Flo. Alles gut, passt schon, alles gut, Flo. Wie gesagt, wir müssen halt handeln und was jetzt das FAB und das PD mit der Information macht, dann müsst ihr, da sind wir halt raus, weißt du, man, das ist ein, sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber das, da können wir halt nicht viel machen. Schlussendlich macht jeder seinen Job, jeder hat seine Vorschriften, die man nachgehen muss, um nicht sich irgendwie strafbar oder sonstig zu machen, das haben wir zu respektieren in unserer Situation, in der wir jetzt uns befinden und ja, wie gesagt, ist das MD, ist nicht das DMV oder irgendwas anderes, deswegen respektieren wir dies und ja. Wir können ja, Tage gerne nochmal dann quatschen, unter anderen Umständen. Ich will, wenn nur einen Namen haben und der Rest interessiert mich nicht. Gino, bei allem Respekt, ist einfach so. Das können wir, wie gesagt, das können wir dann, das klären wir dann, okay? Sie. Machen wir dann so. Bueno, dann würde ich sagen, ja, lassen wir uns unsere Strafakten So oder so nochmal kurz mit dem Herrschaft, das Ohr. Agent reden. Ganz kurze Frage. Kennen Sie Ihre Rechte oder muss ich Ihnen Ihre Rechte vorlesen? Grundsätzlich sollten Sie uns die Rechte vorlesen, damit wir auch inhaftiert werden können. Wenn nicht, werden wir. Ja, wenn Sie Ihre Rechte kennen, brauche ich das nicht machen. Aber wenn Sie sie vorgelesen haben wollen, dann können Sie. Ich würde sie gerne vorgelesen haben. Ja, dann alles wir stehen ja alle zusammen, können Sie einmal gleich für alle machen. Genau. Sie haben das Recht zu schweigen. Wird. Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, sich selbst zu verteidigen und abreißig abzuleiten. Haben Sie das Recht auf einen staatlich geprüften Anwalt, den Sie uns nennen müssen? Sie haben das Recht auf Akteneinsicht ab 80 Jahre.
und ab 80 Haftanheiten haben sie das Recht auf eine Aktenklärung mit dem DOJ. Haben sie ihre Rechte alle verstanden? Was wird uns vorgeworfen? Also möchten sie Akteneinsicht? Bitte. Haben die Todeszone anscheinend betreten, ne, wie ich ja vorhin gehört habe. Reicht alleine aus. Die Leute, die Akteneinsicht. Wird trotzdem gerne mal kurz hier. Die müssen einmal den Namen am besten sagen, damit wir reingucken. Aber bevor wir das machen, würden wir sie einmal gerne mal gucken und den Eis abnehmen, was nicht hier reingehört. Also wäre das freundlich, wenn sie sich am Zaun einmal aufstellen können, dass wir sie einmal nochmal durchsuchen können. So freundlich, wie sie immer sind, oder freundlich? Bitte? So freundlich, wie sie immer sind, also Kollegen sie, oder freundlich? Freundlich. Okay. Vielen Dank. Herr Manjulo, Sie auch bitte? Wie bitte? Einmal bitte in den Zaun stellen, dass wir sie nochmal durchsuchen können. Ja, geht sofort los. Okay, alles gut. User left your channel. Wir gehen einmal die Handversion an, ja? Hier kommt drin, da sind zwei drin. Ich hab keine Chance, ich kann einen Hops nehmen, wie man von links. So, dann nehme ich ihn einmal. Auch bei Ihnen, wir gehen einmal Handfesseln an, einmal bitte die Hände auf den Binder. Sie, machen Sie das. Das Funkgerät, die Weste. Die Weste wollte ich bei Ihnen. Nee, die ja, hab ich gerade auch schon überlegt, aber es ist, guck dir das an, die sind in Überzahl. Oh, Moment, Entschuldigung, es war. So wie sie drauf sind, ey. Ich noch einmal die Kommunikationsmittel entzogen, sowie die Waffe. Das ist gestern schon einer, der sieht alles gut aus. Die Munition dazu. Locker. Sehen. Alles wieder weg. Revolver wieder weg, ey. Alles weg. So. Wenn wir da so weit, dann. Ich ihm mal die Handfesseln ich hätte sie vielleicht einfach machen müssen. Jiggy, aber auf jeden Fall. Wir können sich wieder rumdrehen und einfach mal kurz stehen bleiben. Das ist klar. So, wie ist denn Ihr Name? Dahl mit 2A. Ich bin richtig hops genommen worden, ey. Ich stecke in meinen Ausweis zu. Tut das weh, ey. Tut das weh. Danke. Da haben wir sie. Ihnen wird vorgeworfen, der Einbruch in eine staatliche Behörde, der Besitz illegaler Waffen und oder Munition und die schwere Drohung. Ich habe keine illegale Waffe dabei gehabt. 55 Hafteinheiten sind das. Aber ich habe keine illegale Waffe dabei gehabt. Stunde, Waffe ist im Waffenladen käuflich zu erwerben. Ja, ja, und mit falschem und genug Dietrichen auf jeden Fall. Ey, ist, ja, ist ja nun mal so. Pack den Rucksack voller Revolver, ey, und dann marschieren wir da raus. Die also, haben die abgenommen. Fall. Ich bin dabei, ey. Wir haben ja gesehen, was ich bin dabei. Und wie gesagt, die verrückten Sachen, ne? Ich weiß nicht, ob ich ihnen die abgenommen habe. Sie haben die abgenommen. Auf jeden Fall dafür zu haben, ey. Und egal wie viel. Wir standen da vorne am Helikopter. Achso, ja, dann haben einfach, die das, ey. Ja. Sie eine Pistole dabei, aber sie haben noch immer wieder zu versuchen. Das ist richtig, aber trotzdem ist ja keine illegale Waffe. Sie haben einfach die Situation. Ich spreche mal mit dem Kollegen. Dann ist das für ein anderes Problem. Dankeschön für eure Hilfe. Dankeschön. Ja. Der Herr Jürgen Saal, der hatte nur eine Pistole dabei. Okay. Und hatte aber keinen Waffenschein, also für eine ohne gültige Lizenz. Ja. Weil also, kein illegal Waffenbesitz. Nee, das war nur okay. Normal. Ich habe extra im Funk gefragt, deswegen, aber machen wir gleich sofort, da muss ich nochmal ins Auto. Ich hab eine Pistole nur dabei. Ja, gibt sonst noch Reden? Ey, dann ist doch alles schon klar, wenn es. Warum wurde die halt geschossen? Also klar, ist klar, also, ne? Ja, also es ist eine Todeszone und wir haben halt vermehrt versucht, ihn glatt zu machen, dass es halt keine Chance gibt. Und das. Ja, wir haben ja auch mit ihm gesprochen. Sie haben es billigen in Kauf genommen, dass es Verletzte gibt. So viel dazu. Würde ich so jetzt nicht sagen? Sie können mich mal sehen, wissen Sie das ja, ja. Ganz im Ernst. Wir wollten nur unseren Ermahn rausziehen, ja, dann müssen Sie ja nicht so eine Nummer daraus machen, ja. Ja. Oh, ich würde jetzt gerne eingeknastet werden, danke. Reiß dich immer zusammen. Möchte einer von den drei Herren in Weiß jetzt hier noch Akteneinsicht oder? Nur, wir nehmen uns unsere Strafe, ne, die gerechtfertigt ist, an, gehen wieder rein und dann ist ja schon unser zweites Zuhause. Ich vergebe jetzt noch Haftminderung, weil ja dann am Schluss alles super kooperativ funktioniert hat. Ja, weil die Jungs jetzt auch ein bisschen warten mussten. Ich setze mich jetzt ins Auto. Ihr könnt nach und nach das machen. Ich ändere die Akte jetzt noch bei dem Herrn Saal. Genau. Wie gesagt, und danach gibt es noch Haftminderung von mir. Wenn du nächstes Mal eine Pistole kriegst. Tricks, was für Sanktionen. Ey, das war. Das soll ich machen, Papi. Das könnt ihr ja intern ausmachen, ne? Ja, wie gesagt. Ich bin nochmal kurz am Auto und mach die. Ja, wir bringen die schon mal nach hinten am besten. Ja, genau. Dankeschön. Dann einmal dem Officer folgen, der läuft voraus. Auf hinter ihm. Eingebildeter Agent, ey. Dankeschön. Ich sehe der andere, der gelaufen ist.
Also. Das ist, das ist mein Aftershake, das ist, nimmst du ihn mit dann? Chanel Nummer 7. Ja, hast du was nehmen Medizinisches mit dabei? Ich, da, ne, ich hab nichts dabei. War das, wo? Ne, wir haben leider nichts dabei. Ja. Scheiße, Mann. Manjulo de la Muerte. Haben Sie gleich eine Minute für uns? Für Sie, wann, wo? Auf dem Hof vom SG. Jetzt, wenn's jetzt, später, wann? Ja. Ja, wir inhaftieren sie natürlich, jetzt und dann holen wir sie raus. Natürlich. Solange sie mir nicht an die Wäsche wollen, ne? Ja, alles gut, nur unterhalten. Wollen bestimmt wegen Autos fragen, wegen Mosleys, oder? Seien Sie ehrlich, haben Sie bestimmt was gesehen und wollen jetzt verhandeln, oder? Seien Sie ehrlich. Immer los mit das, oder? Aber nur wenn für uns alle was dabei, ne, abfällt. Dann, ne, gebe ich Ihnen auch einen Rabatt, gar kein Problem. Ich meine, bei dem Verdienst, ne, hier. Ich meine, so ein schöner, ne? Super Sport. Ah, da unten steht ein schöner Ferrari, den können sie haben. Hm. Kollegen, hier geht das doch gar nicht lang, das geht doch da draußen lang, Mann. Das ist egal, wo lang. Ich hab mal hinterher gelaufen. Na, ich dachte, ich wüsste, wo. Sie wüssten, wo. Hofgang? Hofgang. Komm mit. Ich glaube, ich war das letzte Mal vom Jahr hier, ey. Da war 15. Der Baum noch nicht, ey. Wann stehen hier Bäume? Oder ist euer Glückstag? Aber frei? Dürfen wir Basketball spielen oder was? Nein, ihr kriegt aber 15 Einheiten Haftmilderung. Sehr nett. Der Kollege da vorne Hummel im Arsch. Der ist hyperaktiv. Ja, ich merk schon. Der, seine Mutter hat damals Drogen genommen während der Schwangerschaft und er kann nichts dafür. Er ist schon als Kind so gewesen. Machen Sie ihn gerade aus. Der kann nichts dafür. Mit ihm. Außerdem kann er nichts dafür. Schon ziemlich abwertend, oder? Finden Sie nämlich auch, ey. Das ist halt, ne? Respektloses Packel. Wird wieder ziemlich voll hier, ey. Das ist meine Lieblingszeit. Okay. Flo, auch rein. Ach, Lack hier. Ach, Lack! Was ist denn nun? Mach doch mal Lack hier. Na Moment, ich schau doch mal. Nee, der haut jetzt ab. Hat keinen Bock auf dich. Ach, mach keinen Scheiß, ey. Kopf, da hab ich euch lieber ab und zu hier, bin ich ganz ehrlich, ey, die mal immer wieder mal, ne, sich blicken lassen. Alte, ne, liebgewonnene Bekannte und Freunde und, ne, wie man sie auch alle nennt. Ja, was fuck denn die denn hier so lange? Sieht. Und, das weiß ich doch nicht. GGL habe ich Ewigkeiten nicht gesehen. Vince, ne, sehe ich zum Glück, ne, in letzter Zeit oder höher. Oh, das öfter. Vielen Dank, ich könnte sie gleich wieder rauslassen. Habe ich meine Rechte bejaht? Habe ich nicht. Der nächste, bitte. Hallo? Also ich habe aber auch keine... Ja, ich wollte es gerade sagen, ne? Ich also alle wir haben nicht, sie dass euch dann eine Person sagt, aber sie haben dass nicht von allen ein Ja bekommen. Wir haben richtig. Sie euch einen verlesen. Halt... Hä? Ja, hä? Nur weil ihr sie... da nach hinten, bitte. Also ich kenne das so, ne, wenn ich sie einmal nicht verstanden habe, dann müssen sie normal vorgelesen werden. Und dann sind sie automatisch. Ich habe nichts bejaht oder sonst irgendwas. Genau. Die Jungs diskutieren wieder, ey, da bin ich mittlerweile zu müde für, weil ich gebe den Cops einfach ihr RP, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn sie uns das vorhin vielleicht nicht unbedingt gegeben haben. In meinen Augen, so habe ich ein Auge zudrücken können, ey, so gegen einen Mann. Herrn Rotter bitte noch nicht gemacht. Hätte man doch mal kann ich auch nicht, komm näher an ihn ran, warum auch immer. Ich will dann nicht mehr. Nee, ich war eben ja bei ihm, aber ich komme. Die Nacht wird doch länger als gedacht, ey. Ich weiß auch nicht. Also die stehen beide hier, da und da. Also wenn sie das DOJ sind, hat der Staat eh verloren hier, also dann ist die in der... Aber ich ganz dann kommt hier mal ein bisschen Zucht und Ordnung rein. Ja, Leute, ich nicht. Wie gesagt, meine Rechte wurden nicht vorgelesen. Ich tacker sie dir gleich an die Stirn. Yo. Nein, meine Rechte wurden nicht vorgelesen. Warum dutzen sie ihn denn jetzt? Fertig. Das ist nun mal die Tatsache. Ne? Und sie wissen, wie das abläuft. Also würde ich jetzt gerne wieder hier austreten, ja? Ja, das können wir uns wurden doch die Rechte gerade draußen im Gefängnis. Habe ich diese Rechte bejaht? Habe ich nicht. Nicht, ne. Seit wann bist du nur anwalt, Amigo? Ja, ne, ja. Das bringt ihm keine Vorteile, wenn sie jetzt auch das Recht haben. Was? Haben. Ja, weil er ist das. Der Herr ist das DOJ und wir haben verloren. Also. Nee, ich kann man nicht reden. Das, ey, ganz im Ernst, die machen das so wie, ne? Also ganz im Ernst. Rein hier und gut ist, Jungs, lass uns unsere Scheißstrafe absetzen und fertig ist. Alles andere werden sie irgendwann auch erfahren. Also rein hier und kein, ne,
Ja, ich würde da gerne eingebuchtet werden, ich mach da gerne. Ja, weil mir gesagt wurde, ich soll kurz warten. Ja, aber dann bei mir. Herr Saal, und Herrn Rotter, gegen Sie liegt noch was anderes vor. Gegen uns liegt was anderes vor. Was? Er wollte mich das jetzt verarschen, oder was? Das mit dem MD von gestern wird gerade geklärt. Er wollte mich verarschen, oder was? Nein, nein, das ist immer noch die gleiche Sache von gerade. Deswegen haben gerade, die haben doch schon Haftmilderung bekommen, deswegen. Wollt ihr mich verarschen, Amigos, Mann? Das habt ihr gerade verpennt, oder was, Mann? Ey, was, liegt noch was gegen ihn vor? Lasst ihn rein das, jetzt. Ja, das wird gerade geklärt, damit er diese Akte nicht bekommt. Wir können sie auch nochmal raufpacken. Ich kann Ihnen sagen, ich habe aktuell warten. Ich hab die Dame lediglich stechen wollen, ja, sein Geld. Nee, jetzt können sie warten, alles in Ordnung. Ich will raus! Ich muss raus! Auch einmal bitte vortreten. Wenn hier noch jemand steht. User disconnected from your channel. Oh. Zeigen wir wieder, wie die dreckigen Kanalratten hier im Knast, genauso wie gestern. Ey. Es wird noch richtig Knast-EP jetzt geben. Endlich. Haben wir den gehabt? Feierabend. Haben wir jetzt endlich. Wäre für uns alle das Beste. Verpiss dich, deine Frau wartet doch bestimmt schon auf dich, oder? Welche Frau? Oder sein Mann, keine Ahnung. Er bucht jeden Tag meine Frau. Jemand wartet doch bestimmt auf ihn, oder? Guck doch mal seinen süßen Arsch an, oder? Na komm schon, Amigo, du musst doch bestimmt schon nichts zu Hause sein und du da rauf, oder? Das nächste Mal können Sie gerne ein bisschen Trinker geben für meine Damen, ja? Da warten doch schon wieder alle auf euch zu Hause, oder? Kommt schon. Du. Ärgern sich doch bestimmt schon. Reden wir. Für dich gibt's doch auch wieder von deiner Frau Ärger, dass du heute zu spät zum Essen gekommen bist, oder, Amigo? Gibt's wieder heute keine schnelle Nummer zu Hause, also. Macht euch ab hier, es stinkt. Und immer wieder habt ihr meinen, ne, MP3-Player nicht gefunden, ihr Drecksbanderos. Ja, don't give a fuck. Yeah. Fuck off the cops. Kannst du ja gerade im Dien? Ist das nicht verboten? Mein Dien bedeutet nicht, dass ich keinen Spaß habe. Alles gut, Schlippe. Alles gut, schon unser Flieger einfach, weil es gut ist. Kuss geht raus. Papi. Ja, Kuss geht auch raus. Ist mir egal. Weiter nochmal von vorne. While you riding through the freeway, shit is mad, these say to wet you up. Better
Watch your bitch and who did she say? She gon' set you up. I've been in the crib. I don't know why you surprised. Bitches love the kid. I'm more realer than the way you act. A born killer, quick to wave the mat. And all you niggas gotta face the fact. I pop shit cause you can't stop me. More rich cause they can't rob me. I blam clips up to fam's lobby. Jordan Dawn and you been warned. But niggas never wanna listen till they kin's gone. Now you wanna get it on cause your dollar stacked. Now how you plan to holler back with a hollow back? Joey crack and I be the truth. Don't believe, ask the streets to prove. Ask the D's how my eagle blew. Bet you saying damn what we done to do. Better gather them youngins and pray you make it through. Who the fuck you know be fucking with this? The parties, no one don't be giving a shit. Not a damn soul, I'll let you know from the get-go. One on one with the squad, walk through the threshold. Who the fuck you know be fucking with this? The parties, no one don't. Ach, was willst du wieder? Herr de la Muerte, haben Sie noch Lust auf einen kleinen Spaziergang auf dem Hof? Ja, Sie hatten das ja schon. User left your channel. Wie bitte? Nochmal. Ich sagte, Sie hatten das ja schon angesprochen gehabt. Genau, ich lasse Sie einmal kurz raus. Die anderen Herren bitte einmal zurücktreten. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ach, wartet ab, ihr kommt gleich auch. Komm, raustreten bitte. Mir ist egal, was passiert, ne? Niemand verliert irgendein Wort über unsere Selbsttätigkeit. Ich sehe halt auch schon wieder keinen, ne? Das kotzt mich schon an. Jetzt was dann ist, ne? Auf den Mittelfinger zu. Ey, yo. Ach, da sehe ich ihn jetzt. Der Hofgang für Jürgen Saal ist abgesagt. Sehr gut. Positiv. Jürgen. Genauso wie mit der Pistole. Mit der Pistolero, Hermano. Endlich sehe ich Leute. Meine Augen. Ach, endlich. Frische Luft. Erzählen Sie mal. Wovon? Letztens war... Mir wurde erzählt... Ach. Ich unterhalte mich gerade im Moment. Ja, ich übernehme für ihn, bitte. Er schreit nur so rum. Wenn ihr Leute gequält. Er ist abgelehnt, er hat mir den Mittelfinger gezeigt. So, raus aus dem Raum. Letztens war ein sogenannter Geschäftstermin von ihnen in Paleto mit grau maskierten Personen. Anschließend wurde einer von ihren, wie nennt man das, Hermanos, festgenommen von uns und ins SG gebracht und von mir persönlich befragt. Und dieser Hermano hat leider ein bisschen viel erzählt über ihr Geschäft. Was Herr, soll denn Herr Patron. Wer? Dass Herr Sie, Papi Manjulo de la Muerte, der Patron vom Kali-Kartell sind und Ihr Anwesen Pferde Ranch ist. Soweit. So wie hat er uns über Geschäfte, die sie tätigen, erzählt? Also ich weiß nicht, was der Herr ihn da, ich weiß nicht, für Geschichten erzählt. Am Anfang war er seinen eigenen Arsch zu retten bei wirklich jeglichem Respekt, ne, den er vielleicht auch verdient, aber... Ich habe ihn gefragt, damit sie das nachvollziehen können, wo er denn lebt und was seine... Seine Definitiv Leute dann machen. Er hat richtig, seine Familie genannt. Am Anfang war auch alles in Ordnung. Er hat nichts erzählt. So alles in Ordnung von ihrer Seite aus. Später hat er mir dann erzählt, dass sie Pferde züchten und irgendwas Pferde, kenne ich mich nicht mit aus. Richtig, richtig. Wir züchten, wir dressieren. Wir sind allerdings auch noch in weiteren, pferdezuchttechnischen Angelegenheiten tätig. Dann habe ich ihn weiter ein bisschen gelöchert und nachher wollte das Ganze dann nicht mehr und dann habe ich gesagt, wer erzählt mir denn was darüber? Und dann hat er ihren Namen erwähnt. Ich sage, wer ist denn diese, oder was ist denn diese Person für Sie? Ja, das ist der Patron vom Kali-Kartell. Hat er sich leider versprochen. Das heißt leider, für mich nicht leider, aber... Das heißt, also ich weiß ja nicht, also nur weil der das sagt, ne, ich weiß ja nicht, weil es der, also ich kenne noch nicht mal seinen Namen, ne, haben sie mir noch nicht mal genannt.
Den werde ich Ihnen auch nicht nennen. Das müssen Sie in Ihren Reihen selber klären. Da bin ich raus. No, Senor, ich sehe das ganz anders. Ich denke, mit dieser kleinen Pendejo in den Momenten hat versucht, seinen eigenen Arsch zu retten. Hat was für irgendwelche Lügengeschichten erfunden. Na, also, da ist die Fuente Blanca, das sieht nicht Cardi Cartel dran oder so. Ich bin nicht El Padre oder Padron oder keine Ahnung was. Ich bin Papi Manjulo de la Muerte. Und ich wollte auch sagen, im Herrn sind Sie der Patron des Cardi-Kartells. Und in glaub, illegale Geschäfte verwickelt, das können Sie ja nicht abstreiten. In illegale Geschäfte, meinen Sie, verwickelt. So wie eine Geiselnahme gestern Abend. Eine Geiselnahme, das mag vielleicht, weiß ich nicht, wie Sie darauf kommen, eine Geiselnahme. Also ich hatte gestern richtig mit dem Gesetz eine Herausforderung, aber auch nur, weil wir gerade uns im Paleto befunden hatten und da eigentlich eine Check-in-Fabrik ist. Es wurden flüchtige Personen gesehen, ja, nach einer Geiselnahme, die Beamte als Geisel genommen haben, vom SD sowie vom PD. Ich war in dem Heli über diesen weißen Fahrzeugen, bin denen dann gefolgt, nach Paleto, erst auf den Sandweg, dann umgedreht, dann in die Chicken-Fabrik. Ja, wir haben die Chicken-Fabrik gestürmt. Richtig. Haben die Verdächtigen gestellt, die wurden behandelt, ja. Wir haben sie festgenommen und da waren sie dabei. Das ist richtig. Korrekt. Das ist wohl wahr. Ja, aber was ist, also da ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches dran. Das ist jetzt die Aussage von Ihrem Ermahnung oder... Passen Sie mal auf, Senior, das ist so, das sind familiäre Angelegenheiten, das werden Sie, glaube ich, nicht verstehen. Ne? Ich bin alle, Kolumbianer. Das ist alles in Ordnung. Wir haben mit Mexikanern, mit Hispanic-Leuten jeglicher Art halt in der Form irgendwo in irgendeiner Form verwandte. Grad. Verstehen Sie das? Ja. Und gestern gab es eine Herausforderung, dass von einer sehr, sehr guten Bekannten unsererseits jemand einfach weggenommen wurde von Ihnen. Und diesen jungen Mann wollten wir haben, dass dann noch mehr dabei waren. Das tut mir leid, Sie, aber da geht es dann darum, dass, ja... Ach, ich glaube, das werden Sie nie verstehen. Das sind halt spezielle Dinge, die wir erlebt haben in unserer Jugend, wie wir aufgewachsen sind. Aber wir als Staatsbeamte, wir nehmen ja keine Geiseln von Ihnen. Das ist ja... Sie müssen verstehen, dass wir einfach aus... Ne, es gibt ein Sprichwort bei uns in Kolumbien, la corata, la peraterna. Das heißt im Endeffekt so viel wie... Ja, wie soll man das am besten ausdrücken? Wir arbeiten mit dem, was wir haben, verstehen Sie, und was wir gelernt haben. Und wir haben nun mal unsere... Arten und Weisen, mit denen umzugehen. Sie, diese Bürokratie und Demokratie, die uns hier entgegenkommt, hier und da. Damit habe ich schon genug zu kämpfen bei der Federin, schon mein geschäftlichen Ding mit dem Auto. User disconnected from your channel. Aber alles andere sind halt Dinge, ja. Die werden Sie nie verstehen. Andere Länder, andere Sitten halt. Alles in Ordnung. Wir wollten nicht, dass jemand gestern zu Schaden gekommen ist, ne? Nur mal so viel dazu, der Schuss. In Paleto erfolgte mit langen Waffen von Ihnen und die Stürmung in der Chicken-Fabrik des Weiteren. Deswegen ist der gestrige Abend für mich ja natürlich laut Ihrer Gesetzesgebung für mich als Kriminellen darzustellen dann vollkommen richtig in Ihrer Welt. Aber in meiner Welt habe ich alles getan, um diesen einen herauszubekommen für ja, jemanden, der mir sehr wichtig war. Das ist meine Welt, Senores, um Sie da vielleicht ein wenig mehr hineinzubringen. Verständnis zu erwirken. Aber wir wollten nicht, dass jemand zu Schaden kommt, ähnlich wie heute. Wir wollten nur unseren Ermahnen oder so, weil wir schwere Arbeiten zu tun haben. Und jeglicher Mann, der ausfällt, der bringt für uns finanzielle Verluste. Und wir haben in Kolumbien eine Menge Mäuler zu stopfen. Und der Lebensstandard auf dieser verfluchten, dreckigen Insel, entschuldigen Sie, ist halt auch sehr, sehr... extravagant und finanziell anspruchsvoll. Deswegen muss man ziemlich viel tun. Das ist richtig. Und deswegen, ich habe vorhin noch gesagt, ich möchte nicht, dass jemand zu Schaden kommt, aber gut, Sie sind die, ja. Sie sind die, die uns gerade dann halt einfach überrollt haben, wieder mal. Habe ich einzusehen, alles gut. Wird unsere Strafe ab, aber ich glaube trotzdem, dass man sich hier und da in die Quere kommen wird, weil das ist nicht unser Leben, aber trotzdem bin ich niemand, der, keine Ahnung, anscheinend ein Kartell leitet oder was ich, was Sie mir danach sagen wollen, Senores. Erstmal. Ich glaube, Sie können mir keinerlei Drogendelikt oder sonstiges nachweisen.
Deswegen möchte ich mit können wir auch. Vorsichtig können sein. Wir auch nicht. Das war keine Anschuldigung Ihnen gegenüber. Ich habe ihn. Den werde ich Ihnen nicht weitertragen. Warum nicht, Senior? Ich meine, das ist doch mein gutes Recht, wenn das ein Arbeiter von mir anscheinend sein soll, dann ja. Ich habe die Aussage von ihm bekommen, ich kann mir aber nicht 100% sicher. Steht er jetzt unter Polizeischutz? Hat er jetzt irgendwie so ein Schutzprogramm oder so? Nein, er steht nicht unter Polizeischutz. Sie wollen mir sagen, ich schwirre noch in meinen eigenen Reihen rum oder was? Solange Sie nichts verändert haben, wird er noch Ihnen, Ihrer Gruppierung angehören. Interessant. Ziemlich interessant. Erstmal belastet Sie das, was der Ermano gegen Sie gesagt hat, nicht. Natürlich. Nee, natürlich. Das belastet Sie nicht, weil es nur eine Aussage ist. Und deswegen haben wir Sie jetzt rausgeholt, um Ihnen das zu erzählen. In der Hoffnung, dass ich mich genauso, weiß ich nicht, vielleicht dumm anstelle wie er oder was. Also, oder weiß ich nicht, irgendwie... Nein, nein, nein. Es geht nur darum, dass wir Ihnen das mitteilen wollten und Sie auch damit rechnen können, dass weitere Ermittlungen und Befragungen erfolgen. Natürlich, Sie gehen Ihren Job nach, aber ne, ich will Ihnen ganz ehrlich was sagen, solange nicht irgendwie eine Beweislast gegen meine Person oder gegen meine Geschäftsunternehmen ist, die CCB. Da brauchen Sie mir gar nicht mit Ihrem Beschluss von der Staatsanwaltschaft oder so kommen, sage ich Ihnen. Alles in Ordnung. Ja, aber wir können auch anders, das sage ich Ihnen auch. Sie, im Moment sind wir noch sehr, sehr gesetzt unterwegs, ne? Aber wenn man uns ja zu sehr auf die Nerven geht, bin ich ganz ehrlich, ne? Dann kommen da vielleicht Zeiten auf, die möchte keiner in dieser Stadt sehen. Und das von Pferdezüchtern, das ist ja. Wir sind Sie, Pferdezüchter, das ist richtig, aber Senior, ich habe Ihnen auch gerade versucht zu erklären, wo ich herkomme oder wo wir herkommen. Und das ist halt immer nicht so ruhig und gesettet abgelaufen wie für Sie, die alle mit einem goldenen Löffel im Mund geboren sind, anscheinend Sie eine tolle Ausbildung und sonstiges genossen haben. Den Weg zum Universität gewählt haben in dieser Süßstadt und dann im Polizeidienst, ne, Kadett, keine Ahnung, was sie für eine Laufbahn genommen haben. Señores, eins sage ich Ihnen bei uns, ne, in der Republika de Colombia, da laufen die Sachen ein bisschen anders, sie. Sie wären nun mal nicht mit dem goldenen Löffel im Maul geboren, sondern sie wären mit der Nase Koks vor sich geboren, wenn sie es so nehmen. Sie, da geht es um Drogen, da geht es um Gewalt, da geht es um Verschleppung, da geht es um Korruption. Das ist das, womit wir groß geworden sind, Señores. Und glauben Sie mir, natürlich wissen wir auch, wie die andere Seite aussieht. Und glauben Sie mir, diesen Dämonen, den habe ich ganz tief vergraben, deswegen mache ich meine entspannten Geschäfte oben auf der Pferderange und zusätzlich bei Mosleys, wie Sie wissen. Aber irgendwelche Beschuldigungen gegen meine Person, obwohl keine der Beweise vorliegen, die untersage ich mir dann doch so bei allem Respekt. Das war auch keine Beschuldigung Ihnen gegenüber, das war, ich habe Ihnen nur diese Aussage weitergeleitet. Und Sie dazu, ich wollte Ihre Stellung dazu hören gerne. Senior, die Stellungnahme. Für mich in meinen Augen, in meiner Welt stiften Sie gerade Fitna innerhalb meines Geschäftsbetriebes. User left your Aber ich bin auch ganz ehrlich froh über diese Information, die ich gerade erhalten habe. Dass dort anscheinend jemand, keine Ahnung, irgendwas erzählt und meiner Person schaden möchte. Sei mal dahingestellt, was er da sich einfallen lassen hat, Sie, weil diese Äußerungen sind haltlos, Señores, bei allem Respekt. Wenn ich nur da diese Aussage tätigen würde, um Ärger zu stiften in Ihren Reihen, dann würde ich mir, glaube ich, was Besseres einfallen lassen, als mir den Patron vom Kali-Kartell aus dem Finger zu saugen, wenn diese Aussage nicht wahr wäre, oder? Sie, deswegen, ich meine ja auch gar nicht Sie persönlich, Sie arbeiten mit dem, was Sie an Informationsfluss erhalten als Ermittlungsbehörde, Sie. Genau. Das weiß ich auch. Und schlussendlich aber die Frage, die ich ja Ihnen auch gestellt habe, die ich mir auch stelle, ist, warum hat der Senior so gehandelt? Hat er versucht, seinen Arsch, weil Sie sagten ja auch, ist er dort irgendwo in der Chickenfabrik aufgegabelt worden, war in Schießerei verwickelt, ist noch behandelt worden, war im SG und hat anscheinend in meinen Augen irgendeinen Scheiß erfunden, Señores, um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. Vielleicht macht er ja nebenberuflich das Kali-Kartell, keine Ahnung, Señores. Das weiß ich nicht. Diese Aussage wurde für mich erst bekräftigt, nachdem er mir das erzählt hat und ich mir so gedacht habe, Sie. Wenn er selber sich damit den Kopf aus der Schlinge ziehen will, dann sucht man sich nicht den Namen Kartell aus,
weil er dann selber damit zugibt, diesem Kartell anzugehören. Sie. Und die alle Ermittlungsbehörden dann am Hals hat. Da haben sie auch wiederum recht. Das heißt, er hat sich eigentlich mit zusätzlich, ne? Er hat, glaube ich, mit inbegriffen sozusagen, ja, in diese, genau, Kartellgeschichte. Darum geht es. Okay. Er dann scheint ein richtiger Dummkopf zu sein. Dann hat er noch nicht mal versucht, sich selbst richtig zu schützen in seiner Aufgeregtheit. Hat er sich in die Hose gepisst oder geschossen? Mal ganz im Ernst. Sag mir das mal. Das war bestimmt ein richtig kleiner Schisser, oder? Ich greife da ja nicht rein. Im Auto schon, oder? Also er war schon... Er hat wollte als erstes seine Mama anrufen, oder? Nee, das ging. Tatsächlich ging das. Aber später war er schon ziemlich gebrochen, da habe ich... Der kleine Mundsohn, ganz im Ernst, ey. Was wollte mir eigentlich erzählen gerade, ey? Dieser kleine Pinterro, ey. Weiß ich, was mit dem ist, ey. Was da, keine Ahnung. Aber Cardi Cartel habe ich gerade zum allerersten Mal gehört. Ich habe irgendeine Doku mal gesehen, Senior, das... beim Schlafen gehen, aber mehr auch nicht. Und Patron. Ich, Patron. Ich bitte Sie, Seniores. Ich bin ein alter Mann, gucken Sie mich an. Graue Haare, grauer Bart, Falten. Brille trage ich auch nicht ohne Grund, nur bei meinen Augenringen. Ich bin ein hart arbeitender Mann, der sein Geld ehrlich verdient. Mehr auch nicht. Und wir jagen halt gerne, deswegen haben wir natürlich auch irgendwie mal hier und da Pistoleros, ne? Ich meine... Damit sind wir auch groß geworden. Wir hatten nichts zu essen, wir mussten auf die Jagd gehen. Wie viele Hafteinheiten haben Sie noch offen? Zu viele wahrscheinlich. Sonst würde ich mich jetzt nach diesem netten Gespräch dafür bereit erklären, Ihre Mitarbeiter, Arbeitskollegen, Freunde, Familie, was auch immer, rauszuholen. Senior, wie rausholen, hier rausholen? Hier, genau. Damit wir hier draußen zusammen sozusagen die... Brauchen die dann nicht in der dunklen Zelle sitzen? Nee, das würde ich begrüßen. Haben Sie sich alles notiert? Ich habe mir alles soweit notiert, das ist richtig. Ist wichtig für den Ermittlungsstand? Natürlich, denke ich. Denke ich auch, ist alles wichtig. Sollte man immer ganz genau, ne, auch zwischen den Zeilen lesen und so. Aber der hat sich echt, ne, das war bestimmt seine Mimikatze, ja, sagst du ja. Weg hier! Da ist wieder der Hyperaktive. Ihr wisst nicht, was ich gerade für eine Scheiße gehört habe, ne? Das glaubt ihr mir nicht, ne? Und was denn? Ich darf doch darüber offen reden hier vor Ihnen, oder? Da haben wir wahrscheinlich nichts dagegen. Das ist Ihre Sache, alles in Ordnung. Das ist Ihnen überlassen. Passt mal auf, ne? Anscheinend wurde irgendjemand bei der Chicken-Fabrik aufgegabelt, der für uns arbeiten soll. Und hat irgendwas erzählt, dass ich der Patron des Kali-Kartells sei, zu der Manus. Wer ist das Kali-Kartell? Richtig. Das frage ich mich auch gerade. Das habe ich mich auch gefragt und... Was hatten die angehabt? Ich habe die halt, die drücken keinen Namen, Amigos, das könnt ihr vergessen. Ich glaube, wir müssen eventuell jemanden mal in der Stadt halt vielleicht bestechen, damit wir lieber die Informationen bekommen, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe mich an sich strafbar gemacht. Aber sah er denn so aus wie wir, oder wie sah der aus? Er trägt ihre Kleidung, ja. Er war auch mit ihnen unterwegs an dem Tag. Einige von ihnen erinnern sich an den Abend vielleicht nicht mehr, außer denen wurde das erzählt. Ich kann mich an den Abend sehr gut erinnern. Aber diese eine Person wurde nach dem MD von uns festgenommen, befragt, und die hat diese ganzen Aussagen getätigt, was ihr Vorgesetzter, also Herr De La Muerte, kann sie da aufklären, was ich eben alles erzählt habe. Was denn? Also das ist Bullshit, also wie gesagt, nur eine Chicken-Fabrik, das ist schon ein paar Tage her. Und als wir uns anscheinend mit irgendwelchen Clown-Geschäftsmännern getroffen haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht schon. Agent. Aber das ging weiter mit, dass wir anscheinend in irgendwelche Drogengeschäfte und sonstiges sein sollen, aber naja. Die exakte Aussage war... Ja, bitte. Menschenhandel, Geldwäsche und Drogengeschäfte. Okay, ja, da dachte ich euch auch, ihr seid, also wir haben, ne, also ich weiß nur was vom Pferdehandel, ja, aber sonst. Und Autohandel, aber mehr gibt's auch. Pferdehandel nicht, hat er mir auch zuerst erzählt. Nachher wurde er dann ein bisschen weich und dann hat er erzählt. Das ist natürlich nur eine Aussage, die ich jetzt weiterleite. Das ist keine, bis jetzt keine Anschuldigung ihm gegenüber, ne? Auch mit den Cops, wie schon gesagt. Und keine Ahnung. Also ich habe den Agents auch schon gesagt, ich glaube derjenige, der hat sich schon auf dem Weg ins SG in die Hose geschissen und hat sich einfach irgendwelche komischen Geschichten ausgedacht, um vielleicht seinen Arsch zu retten.
Aber der war so dumm gewesen, dass er sich seinen Arsch auch mit reingeritten hat, weil dann meinte er, er ist da auch zugehörig und so. Aber ich habe keine Ahnung, was in dem, ja, was der da losgelassen hat. Also ich habe schon gesagt, das sind haltlose Äußerungen, die, ne, erstmal bewiesen werden müssen. Und ja, wir distanzieren uns da komplett von. Wir sind hart arbeitende, ja, Techniker. In der Pferdebesamung und Dressur und ja, wie gesagt, oh, des Weiteren halt auch der Zucht. Pferdebesamung? Ja, wir sind in, also wir sind alle ausgebildete Pferdebesamungstechniker, Senior. Wir fangen Wildpferde in Andalusien beispielsweise oder sonst wo auf der Welt und ja, wir ziehen die auch für irgendwelche Scheichs in den arabischen Räumen und es gibt auch, wie gesagt, wir bauen gerade auch noch was um, wir bieten noch Infoveranstaltungen an und so, ne, gerade wenn sie Kinder haben oder so, ne, das wird uns interessieren, die kennenzulernen und ihre Frauen auch. Wird bestimmt ein schöner Familientag dann, damit man ihnen dann auch die Ponys und so zeigen kann. Kann man sich mal ein bisschen kennenlernen, auch mal, ne, im Privaten vielleicht. Aber wir sind, wie gesagt, Pferdezüchter mit, ja, Leidenschaft und... Hey Gino, alles gut, doch wie gesagt, Herz, das ist auch wirklich, keine... Entschuldigung, ich habe ja einfach nur heute, doch, ihre Stellungnahme dazu haben wollen. Ist doch wollen. Richtig wild. Ja, deswegen, ich habe ihnen gesagt, das sind alles haltlose Äußerungen. Ich habe davon noch nie gehört. Ne? Keine Ahnung, was denen das sagen, aber oder der Herr das sagt. Deswegen, und ich kann darüber nur schmunzeln, bin ich ganz ehrlich. Alles gut. Ein bisschen was genommen gehabt. Wer weiß das? Haben Sie einen Drogentest bei ihm gemacht? Nein, das haben wir tatsächlich nicht. Weil die Mediziner gesagt haben, der ist sauber. Und da vertraue ich denen dann natürlich. Nico, du bist auch so geil. Alles gut, das war's auch erstmal. Sie müssten ja auch nicht mehr so lange haben. Ja, das ist, ja, ist möglich. So ein bisschen das Zeitgefühl verliere ich ja immer. Gut, ich werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal unter anderen Umständen. Ihnen einen schönen Abend noch. Ja, wie gesagt, Sie sind gerne eingeladen mit der Familie bei der nächsten Tag der offenen Tür auf der Pferdemensch. Gerne, würde ich gerne kommen. Wunderbar. Sie natürlich auch, Senior. Mhm. Wir sind ja nicht so gesprächig hier in Zeit. User left your schüchtern. So verdeckte Ermittler. Nee, schüchtern hat damit nichts zu tun. Wie gesagt, mir kommen die ganzen Aussagen, die jetzt gerade und die letzte Mal getätigt worden sind, sehr spanisch vor. Haben das Ganze dokumentiert und Das habe ich gesehen, Simon. Wer schreit denn hier die ganze Zeit rum, Mann? Das sind die Lautsprecher. Amigo, was willst du damit sagen? Das kommt dir ganz spanisch vor. Also ich meine, schau dir mal alles an, ne? Ob es beim DOJ oder wo auch immer ist oder ne? Mach dir gerne auch mal einen Blick irgendwie bei der Ranch, ne, wenn ihr da irgendwelche, keine Ahnung, komischen Flausen im Kopf gesetzt bekommen habt von irgendwelchen verrückten Pendejos, ey, die sich schon auf dem Weg ins SG eingeschissen haben, um euch irgendwelche Geschichten aus, ja, keine Ahnung. Aber das sind, ne, Anschuldigungen, die muss man erstmal beweisen, also lass das mal. Wow, ich bin draußen, ey. Ging aber schnell. Ey, Jungs, Alter, ihr seid doch richtig, Alter, ey. Hype Train nähert sich, ey. Wild, ey. Spanisch, als kommt mir Spanisch vor. Und die Tür ist wieder abgeschlossen. Nein! Ey, ich glaub das nicht, ne? Die Tür ist wieder abgeschlossen. Ich komm nicht raus. Die Tür ist wieder abgeschlossen, ey. Oh, fuck off, ey. Ey, Kuss an alle, ne, wirklich, die noch zuschauen um die Uhrzeit. Ey, ich bin schon wieder längst überfällig. Ich wollte eigentlich heute um 10 ins Bett, so, aber dadurch, dass es Technical Issues gab, hat sich das alles extrem verzögert. 19 Leute um die Uhrzeit, ihr seid verrückt. Wirklich, ey, ne? Wie sagt man so schön, ne? Da kann ich gerade nicht mit umgehen, ey. Ey, ihr seid verrückt, ey. Milo Vega 030. Ey, Gustavo auch zurück, ey. Kuss geht raus, ey, ey. Was ist denn los hier gerade, ey? Und für mich ist das alles auch neu, ne? Also, was geht hier für ein Hype-Train gerade? Erklärt mir das mal, wie läuft das? Ich glaube, ich muss mich morgen mal eine Stunde hinsetzen und irgendwie alles mir mal ein bisschen geben. Was ist da passiert gerade?
hell hier? Ihr seid verrückt, ey. Die Tür abgeschlossen? Seh. Ach, komm, ey. Ich hab die doch gerade extra offen gemacht. Ihr habt aber ein schönes Auto. Geht das Licht an hier? Oh, schick, schick. Ich sag euch eins, ne? Wenn ihr nochmal die Reifen zerschießen solltet oder so, wie ich das gehört hab, ne? Dann schicke ich euch die Rechnung ins PD, ne? Und FIB Headquarter. Dafür. Können wir zerschießen gerne auch nicht eure Reifen bei euren Autos, wenn ihr irgendwo stehen, ne? Nee, Pferdebesammer schießen auch nicht. Schönen Abend. Nee, auch. Richtig. Genau so ist es. Pferdebesammer schießen auch nicht, ja, genau so ist es, ey. 25 Leute jetzt, Alter. Seid ihr eigentlich noch. Das Wahnsinn, was ist denn gerade hier los, ey? Ja, aber Papi hat ja doch ordentlich Pommes gemacht, ne? Muss man auch so sagen. Das ist das, was ich immer sage, ne? Wenn ich im Film bin, dann versuche ich auch mein Bestes zu geben, um mich alle zu unterhalten, so. Und ne, schlussendlich auch ganz ehrlich den Server zu repräsentieren. Der hat es einfach verdient. Ist eine geile Community, hier sind ja, top Leute da und deswegen verdient es die ganze Geschichte. Und deswegen mache ich auch einfach Überstunden, ey. Und ja. Mach halt einfach mal ein bisschen weniger Schlaf, ne? Wenn ich einplane jetzt. Hey du, wie gesagt, ne? Ihr werdet wissen, wenn es soweit ist. Glaubt mir. Glaubt mir. Und ne, für mich wird es auch nochmal, glaube ich, ein ganz, ganz anderes Feeling, weil ich, ne, seit ne, über anderthalb Jahren nichts anderes kenne einfach. So in der Qualität auch und den Herausforderungen mit dem Stream jetzt nochmal krasser, aber ey, ganz ehrlich. Funktioniert ja. Und ihr Verrückten seid ja auch alle mit am Start, ne? Also ganz, ganz krass. Ey, ihr seid doch verrückt, ne? Ey, ihr seid doch echt verrückt, ey. Dicken Kuss geht raus, ne? Ey. Ich will ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, was hier passiert ist gerade. Ich check das überhaupt noch nicht. Deswegen habe ich gerade auch schon gesagt, ich werde mich morgen hinsetzen und mal alles in Ruhe mir echt mal vor Augen halten. Ich habe Sonntag den Stream angeschmissen. Bin heute Affiliate geworden. Hab das kurz alles eingerichtet, keine Ahnung wie. Und ey, ich weiß wirklich nichts davon, ja? Nur mal so viel dazu. Das sind nur ein paar Abos, also ganz entspannt, richtig. Ein Mariechen ist auch mit am Start, ey. Kuss geht raus, was ist denn hier los, ey? Armando ist auch mit am Start, zum ersten Mal gechattet, ey. Wow, wow, wow. Ey, ne, Liebe geht raus für den Support, jetzt mal ehrlich, ey. Ihr Verrückten, ey. Ihr Verrückten. Und glaub mir mal, ich bin auch mega glücklich, dass es überhaupt noch geklappt hat. Vorhin mit den Problemen, ey, anderthalb, zwei Stunden fast, ging gar nichts. Nee, weiß ich wirklich nicht. Wirklich nicht, Jungs. Ohne Scheiß, weiß ich wirklich nicht. Hast du vollkommen recht mit, ey. Telford, ist so. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade gelaufen ist. Hype Train auch, sagt mir gar nichts. Level 6 sagt mir nichts dazu, ey. Bruder, was die, ne? Geschenke da oben von den Einzelnen bedeuten. Bruder, ich bin, ne? Wie gesagt, ich bin ein total grün hinter den Ohren, was das betrifft. Ähnlich wie, ne, Mitte April 2021, als ich auf den Server gekommen bin. Da war ich genauso grün. Erster Server, erste RP-Erfahrung. War auch anders wild. User left your channel. User left your channel. Die Pferde warten. Ja, ja, ja. Lukratives Geschäft, ich sag dir das. Ja, darum geht's, weißt du so, ich improvisiere halt gerne und hier ist ja nada gescriptet und bei uns auf dem Server, sondern ne, keine Ahnung, ich versuche halt einfach die Leute mitzureißen, ne? Und bin gerne am Improvisieren, bin mega kreativ unterwegs, also deswegen, ich habe Spaß daran und wenn ich Leute damit irgendwie, ne, unterhalte, begeister im RP, dann, ne,
oder jetzt im Chat auch darüber hinaus, so irgendwie, also per Stream so, warum nicht? Bringt das Projekt halt auch nur irgendwie weiter voran, im besten Falle. Krank, ey, ihr sagt krank, was? 18 Subs? Takashi, ey. Ja, komm, ist los. Wie gesagt, war lustig, ja, du, ne? Wie gesagt, ich muss mich auch hier und da zusammenreißen, nicht einfach mal zu lachen und ne, zwischendurch hört man uns einfach auch, weil die Momente sind dann auch zu nice. Und ich hoffe nicht, dass meine Jungs auch, ne, ich denke schon wieder ans AP, nicht auseinandergenommen werden, aber ich habe dann eine klare Ansage gemacht, aber ich mache mir bei denen, die da drin sind, auch gar keine Gedanken. Wir sind Matthias rausholen gegangen in SG und dann sind uns unterwegs, ich weiß nicht, wir hatten 50 Dietriche mit dabei. Und irgendwann kam natürlich ne, FIB und Co. und dann gab es eine Schießerei im ja, Staatsgefängnis, welche wir nicht gewonnen haben. Und dann sind wir halt ja, eingebuchtet worden. Ganz einfach, Nico. Hast wieder, ne, bist wieder eingepennt. Habe ich noch gar nicht mitbekommen, Koppers Last. Wirklich, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Kuss geht auch raus an dich, Luke, ey. Kommt mal, nehmt uns mal auseinander, ey. Ich freue mich drauf. Weil darum geht's ja schlussendlich, ne? Einfach, keine Ahnung. Hier gibt's halt keine Grenzen, ne? Man kann alles einfach versuchen und dann kommt's immer echt immer auf den Gegenüber drauf an, ne? Wie sehr macht er mit, wie sehr lässt er was zu. Wie sehr geht es ihm halt nicht nur ums Gewinnen und Verlieren und dann ne, hat man im besten Falle wirklich super geilen Film, in dem man sich befindet und ja, RP Finest am Start. Darum geht's ja. Du kamst gerade raus und die sind dann. Nein, Alter, Bruder. Ist nicht dein Ernst, oder Matthias? Ist nicht dein Ernst. Oh, bad timing, ähnlich wie gestern bei der, ne, beim Warentransport. Der gemacht werden sollte. Oh nee, ey. Ach ja, ist wie es ist, ey. Kann man nichts machen. Wie gesagt, im Moment gewinnen die Coppers, ne? Aber wird auch andere Momente geben. Und wir als Battler haben wir eh auch ne, den Fokus auf Dealer und natürlich auch das Bad Crime RP. Was wir hier auch tagtäglich pflegen. Aber jetzt macht es natürlich nochmal wirklich auf einer anderen Ebene Spaß, ne? Wirklich mit den Ermittlungsbehörden, FIB, das mit den Befragungen. Jetzt habe ich mega anders gefühlt, also habe ich so in der Form auch noch nicht gehabt. Das heißt, wir gehen wirklich einen Schritt weiter, immer Step by Step. Heißt für mich im Umkehrschluss, wir entwickeln uns halt auch irgendwo auf dem Server weiter mit dem RP und hey, geht in die richtige Richtung. Jetzt brauchen wir noch 200 Leute mehr. Hola. Hola, amigo. Warum stehen hier so viele Autos? Ja, weil wir hier her wollten. Und Matthias hat vielleicht was hergestellt, kannst du auch haben. Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass die alle einen Platten haben. Ich habe den Kopper schon eine Ansage gemacht. Gut, wir sind vier Mann. Ich denke mal, es wird. Ja. Wir warten auf die Hermanus. Haben die Koppers euch noch irgendwas gefragt? Nee. Die sind auch weg, oder was? Auch direkt nach dir sind die abgekommen. Aber waren beide im Auto dann, okay. Weil die Tür war wieder zu. Jetzt hat wieder Handschellen an. Ach, Matthias, ey, shit. Verrückte Geschichte, ey. Ja, ich würde sagen, das war ein Alleinfall, ne? Ja, es. Ach, ich hätte lieber. Und wer redet bei uns in der Familie? Das würde mich am meisten interessieren. Wer hat erzählt, wer ich bin, was wir machen, amigo? Ja. Wer? Ich würde leider keine Auskunft geben. Ich war zu diesem Zeitpunkt war ich noch kein Teil der Familie. Wir haben ein Problem, was wir zu lösen haben, Flo. Was? Matthias und Leon haben gerade, ach Matthias, Üben und Leon haben gerade schon mal was angeteasert, red mit denen. Was haben die angeteasert?
Ja, die denken, dass Toni es sein könnte, weil Toni der Einzige war, der dort ins SG gegangen ist. Er war der Einzige. Alle anderen sind gefallen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was so. Ich weiß, dass wir die Geschäftsfreundin mit dem schicken Verbrief gemacht haben, aber ich kann mich an, ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die erfolgreich gewesen sind, verstehst du? Und jetzt höre ich von denen diese Anschuldigungen, Amigo, und die sind. Hart. Die sind mehr als hart, Amigo. Sehr hart. Und das ist mehr als, keine Ahnung, ey. Nur ein kleiner Tipp. Verstehst du? Ja. Das bringt unsere ganze Familie in Gefahr, Amigo. Unser ganzes Vorhaben hier auf dieser Insel. Das sind Dinge, die. Ey, wir waren fast draußen gewesen. Ja? Ja, Leon ist da vorne. Der sichere Weg, dass wir rauskommen. Also fast sicherer Weg. Was macht der da? Wir haben einen Weg nach draußen gefunden. Waren die Türen offen? Hinten ist ein ganzes, also so ein großes Tor offen, wie es hier vorne ist. Da sind wir mit Dächer hierher gekommen. Ihr hättet aber noch drin sitzen müssen, oder? Nee. Ist nicht dein Ernst. Ja, Papi, ich hab, ne, meine Augen überall. Ich glaube das ja nicht. Ich lass nichts unversucht hier. Ja, warte mal, bist du jetzt aber raus, Jürgen? Ich bin raus, ja. Ich wusste, also irgendeinen Weg gibt's immer nach draußen. Muss ich nur finden. Ich kenne das Staatsgefängnis auch ganz gut, die Dächer auch ganz gut. Guck mal, da vorne steht da auch schön. Das Problem war, man kam von dem Dach nicht auf eins der Dächer hier vorne, ist das Problem. Ja, du kommst auch hier nur seitlich rein über diese eine Mauer, ja, genau, sozusagen, dann genau. Musst du dich halt hier links seitlich halten, dann kannst du oben rüber auch und dann bist du hier kurz vor den Gefängnistoren noch, musst nur zwei Türen machen und dann bist du auch schon hier bei den Jungs. Ich weiß ja nicht, ob die Türen, die Türme so, offen sind. Flo, hast du das Papi schon erzählt gehabt, was ich dir gesagt habe? Ja, ich habe es gerade schon vernommen, dass nur einer an diesem besagten Tag. Ich und der hat damit auch, ne, jetzt, ich glaube, mir zwei, dreimal gesagt. Was hat er dir gesagt? Ja, dass er, ne, meinte von wegen, ja, dass ihm in den Rücken geschossen wurde, weil die wegen Geschäftstreffen hatten und sowas. Und ja, irgendwie da dunkelgraue Autos waren und so und er nicht genau gesehen hat, wer geschossen hat und ja. Jürgen hat das entdeckt, das Tor. Weil er es nicht gesagt hat, dass er uns verpfiffen hat, aber da er der Einzige von uns war, der da den losgekommen ist. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten dieses Treffen danach. Einige haben es überlebt, einige nicht. Wir wurden aufgeklärt. Ich weiß, Matthias und Flo, wir standen im Panett. Du kannst dich daran erinnern. Wir haben ihn gefragt, was los gewesen ist. Flo, warst du dabei, ne? Und er hat gesagt, er hat nichts erzählt gehabt und so. Dass wir halt nur auf der Pferde Ranch unterwegs sind und mehr auch nicht. Ich weiß nur noch, dass ich euch abgeholt hatte, dann. Sie, aber er hat nichts erwähnt von wegen, dass er irgendwas gedroppt hat, was uns irgendwie in Gefahr bringen könnte. Ey, Amigos und Amigos, er bringt die ganze Familie in Gefahr gerade. Aber ich würde ihm auch noch nichts sagen, tatsächlich, Papi. Ich würde es erstmal im Hintergrund erstmal abklären, ne? Das sehen wir. Dass wir da. Wenn du das eine Entscheidung mit der Familie zusammentrifft. Ich muss davon erstmal nichts wissen, dass wir halt die Informationen haben. Du, ich wusste es gar nicht, du. Peter am Tor. Schlüppi, ich wusste es überhaupt nicht, dass das ne, da hinten ein Bug ist oder so. Deswegen gerade kam, ne?
Jürgen an meinte, ey, da war ein Tor offen gewesen, und aber man kommt jetzt irgendwie nicht weiter. Ellen ist auch wieder am Start, ey, ich glaub's ja nicht, ey. Bei Menschenhandel fand ich gut, Papi. Ach, schön, Jungs, ey. Treffen sich viele Bekannte, ne? Ja. Ich werde mich voll verpfiffen mit meinen ganzen Weibern. Was denn? Die Chipperei im Schicken. Vor ein paar Tagen. Nicht die gestern. Ja, wieso keine Osteuropäerin mehr bei mir im Shop zu kaufen? Ist nicht mehr. Nee. Scheiße, jetzt nicht mehr, jetzt vorbei. Nachdem ich verpfiffen wurde hier. Oh, la Leon. Leon, was hast du da auf dem Kopf, Alter? Was sagst du zu den Anschuldigungen? Welchen Anschuldigungen? Die gedroppt worden sind. Meinst du von meinem D? Achso, oder meinst du hier? Nee, jetzt von dem, von den FIB-Lern, Amigo, ey, der Bänderrunner bringt unsere ganze Familie in Gefahr, weil ich habe gerade auch erfahren, dass anscheinend nur einer von uns an dem besagten Tag. Ja, Toni. Seelenbehandlung. Er hat das wohl auch noch erzählt. Ja, von hat er das, glaube ich, erzählt. Ja, das erzählt er ganz schön oft tatsächlich. Aber erzählt er dann auch, dass er uns. Nein, nein, er erzählt nur, dass das FIB ihn ausgefragt hat und er zudem meinte, dass wir ein Geschäftstreffen hatten und wir von ihm oder uns in den Rücken geschossen wurde. Chat, von irgendwelchen grauen Fahrzeugen. So eine Snitch und ist jetzt so lustig. Ja. Ich glaube, er wurde auch nur eingeknastet, denn wegen illegalem Waffenbesitz oder sowas. Ja, der hatte nur 15 Haftanhalten. Ja. Für das viele reden. Scheiße, Mann. Wenn überhaupt drin war, heißt das, ne? Wir haben ein Problem. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir müssen die Camper verschwinden lassen von unserem Anwesen, Herr Manus. Wir müssen alles an illegalen Zeug, was sich irgendwie in ne, Sachen, die da draußen aufknackbar sind oder so, sind, verschwinden lassen. Gut, ab heute. Alle Fahrzeuge gekauft, nur einparken. Das alles wird eingeparkt in Familienfahrzeugen. Nein, die Familienfahrzeuge ist okay, da sind keine illegalen Sachen drin. Also die, ne, die Feste und so. Da ist nur ein bisschen Equipment drin, was wir, ne, daily businessmäßig benötigen, aber alles andere, Pounder und so, ne, sowieso immer drin. Aber die Camper verschwinden, alles was wir, ne, Fahrzeugen haben, wo gewisses Equipment drin ist und so. Alles weg. Ich will, dass die ganze Dance, die soll sauber sein, die soll nicht einen Krümel an irgendeiner Scheiße finden. Ben. Ne, ihr handelt schon aus, ne? Wie kommt gehen mal wir zurück, denn jetzt vor? Kommt mal zurück, ne? Rocker fehlt ja noch. Ne, wir tun was, wenn wir erstmal nichts davon wissen, ne? Dass er da noch keinen Braten riecht. Ohne Scheiß. Meint ihr, er hat schon öfters geplaudert? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, sonst hätten wir da jetzt auch schon von erfahren, glaube ich, bei dem Gespräch. Das war das FIB, weißt du? Wenn das FIB schon auf uns aufmerksam geworden ist, ja, Manus, ne? Durch diesen Pendachol, dann, wie gesagt, müssen wir unsere Sachen verschwinden lassen, höchste Priorität, und dann kümmern wir uns um unsere Probleme in den eigenen Reihen. Wie wir das auch angehen, müssen wir unter uns bestimmen, weil er ist eigentlich ein guter Mann. Er kann noch so gut und so nett sein, aber wenn er uns verpfeift, ist er. Gehört ihm die Zunge abgeschnitten. Hat er schon schlafen? Oder hat er ihn noch gewartet gehabt? Bauchspritze, Alter. Jetzt geht's immer los, von aus der Tisch und schläft. Die Abonnenten unter sich, ne, betteln sich. Sehr schön. Ach Jungs, ey, verrückt, was hier noch los ist gerade. Dann hast du Wunsch fahren. Ne? Verstehe ich gar nicht. Let's go. Deswegen, Couscous, ey. Wirklich, ihr seid echt verrückt, ey. Und schön, dass sich hier in Ellen und, ne, in Vince und Nico und Co. wiederfinden. Und andere auch, ey, wo, keine Ahnung, sich wahrscheinlich schon länger nicht gehört haben. Für mich auch mit dem Chicky vorne und Elle, die im Stream gewesen sind. Also es ist echt mit euch Nasen krasser Support, ey. Also da geht ganz, ganz viel Liebe zurück von meiner Seite aus. Ey, Takashi, bist du behindert eigentlich, ey? Du wächst mich gerade richtig auf, Junge. Ich komme mal gleich rum bei dir zu Hause, ne? Oder nimm mal deinen Mann jetzt gleich hops, ey. Du
bist so ein Arschloch, ihr beide seid so eine Arschlöcher. Ja, die Rechnung kriegt ihr auch bitte, die schicke ich auch, ey. Hab ich euch vorhin gesagt, ey. Kann doch nicht sein, dass ihr uns im Klatsch schießt, die Hunde, ey. So eine dreckigen Immobilie, ey, ihr Ratten. Kriegt ihr alles euch von zurück. Nein, 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 nein. Da stehen wir drüber, ey. Deswegen fahren wir auch so langsam, weißt du? Ganz einfaches Ding, ey. Aber es ist schon frech, muss ich echt sagen, dass ihr die Platten geschossen habt. Bin ich ganz ehrlich, ey. Taktisches Handeln, ja, ja. Taktisches Handeln war mit den Langwaffen eher, glaube ich, ey. Schlippi und, ne, finde ich. Das war das taktische Handeln, aber nicht das Reifen zu schießen, ey. Ihr wisst doch, wie schwer das ist, ne? Einen vernünftigen Reifen zu bekommen, hier auf der Insel. Taktisches Handeln. Wir eiern jetzt hier, weißt du, zu unserem Anwesen. Ja. Das ist eine Wasserpistole, du bist doch so ein. Hat man ja gemerkt und habe ich ja gemerkt, wenn hier auch irgendwie die jetzt reinkam. Also, ne? Versuch dir mal jetzt nicht klein zu reden. Ne? Die sprayen schon anders, ne? Und da kommt schon mehr rüber als jetzt, ne? Von einem 50er Heavy oder, ne? Der langsamen Pistole, die du für eine Minute braucht für den nächsten Schuss. Also bei mir zumindest, mit meinem Mac, ey. Muss man aber so sagen, ey. Shit. Oh, ich bin doch einfach schon langsam. Schon wieder eins. Jo. Eine andere Nummer mit mir auf jeden Fall geben. Der Reifen hat es gerade nicht gemacht. Sagte sie irgendwie inaktiv. So, wir müssen erstmal dafür sorgen, jetzt, dass alles wegkommt nach der von dem FIB. Das ist natürlich das Erste, was ich machen werde, ist jetzt ja alles irgendwie sauber halten. Damit die uns nicht anpissen. Es geht ja im Chat. Trifft trotzdem nichts, also kein. Du, Nico, deine Mart trifft nichts. So viel dazu, ne? Trifft nichts, ne? Pass mal auf, wie ich treffe mit, ne? Also, ist schon gut, wie ich jetzt treffe teilweise, ne? Mit den Problemen, die ich habe. So viel ich würde jetzt aber auch schlafen auf, gehen. Dann, ne, am Start bin. Lasst euch überraschen, ne? Wie gesagt, ne, aktiviert die Glocke, ne? Und, oh, Jürgen, ne, die gleich wieder eine Knarre in der Hand. Followed hat, ne? Haut rein den Follow, ne? Ich geh schlafen, ja? Sehr, Manu. Es war auch ein ziemlich anstrengender Abend. Für ja, das war's. Für das jetzt, ne? Für die ja, no problem, man. No problem. Wir sehen uns morgen. Ja, hoffe ich doch. Ja, sehr. Sehe, das werden wir definitiv. Alles klar. Gut, Matthias. Ich wünsche euch was. Adios. 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 Oh, das gefällt mir gar nicht, ey. Das gefällt mir gar nicht. Wie denn, wenn du nur auf dem Feld stehst? User left your channel. Ja, du gehst doch. Wird man mit Camper durchgucken gehen, was da jetzt drin ist. Klage ich dann auch Mami, ey. Ach, Nico, du weißt doch, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Wie sind deine Pläne jetzt? Arbeiten? Keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Nee, arbeiten habe ich keinen Bock. Ich arbeite hier nicht mehr. Zu viel hat's hier, zu viel Kopf und Sonne. Ja, okay, um die Uhrzeit vielleicht jetzt nicht, aber. Ach, weiß ich nicht. Seitdem mein Camper letztens hochgenommen worden ist, Motivation ist nicht mehr da. Ja, die Hoffnung hatte ich heute, dass wir irgendwie eine Wand scheint, ja. Ich gehört habe, lief das ja nicht so gut. Ja, ich glaube, da mache ich lieber Joint. Dann spannt er. Sie im besten Falle, ne, wie gesagt. Haben wir mal welche, die ne, genug abgeben wollen und dementsprechend ja ein Dealer uns gehört und dann ist das auch wieder eine entspannte Nummer. Kann man nochmal einkaufen und.
Moni ist eigentlich fördernette Junge. Wenn's also mit dem Burrito kommst du nicht, weil die Leute stehen da teilweise Moment schon mit ihren Containern von Hafen am Feld. Und er hat eigentlich das hat mich auch gewundert, ey, wirklich. Er hat eigentlich nicht den Eindruck gemacht, dass er eine Ratte ist. No, hätte ich auch niemals erwartet, dass ihr so viel, ne, ich sag mal, Familieninterne ausbuckt und uns in so eine Gefahr bringt. Eben. Das, ich bin ein schockierter Amigo, wirklich. Welchen Rang hat der? No, ist Einser, ne, also ist doch nicht. So. Und der ist immer am Start doch gewesen, ne, keine Ahnung, jetzt auch bei mir, die in der Unterform immer auch irgendwo so immer mit dabei, weißt du? Ja, eben. Ist eben voll, voll bei der Sache auch, ne, bringt sich voll mit ein, macht eigenständig Sachen auch deswegen, also ich bin schockiert. Vielleicht war das ja auch aus Versehen, das kann ich nicht glauben. Ja, ja, du weißt, wie ich das meine. Vielleicht war es nicht absichtlich. Geht darum, dass er sich von vorne nach oben lutschen soll, weil er es verdient hat. Aber wenn er wirklich so viel geplappert hat, schwierig. Deswegen, also es ist schon ganz, ganz krass. Oh, gracias, amigo. Check, check. Check, check. Ja, auf jeden Fall wieder echt ein wilder Abend. Muss man einfach mal so sagen. Ich wäre echt ganz früher gekommen, aber es ging ja nicht anders. Ach du, ich bin... Bei mir war es ähnlich, ich wäre auch viel, viel früher gerne dabei gewesen, aber... Problem ist, ich konnte mich nicht so ganz bewegen. Du, ich konnte, ne? Mich konnte man nicht hören. Mich konnte man nicht sehen. Ich hatte ein bisschen Rückenprobleme gehabt, ich musste mein Bett... Warum funke ich denn? Ich musste mein Bett liegen, weißt du? Ja, man bist auch nicht älter, ne, Jürgen? Ey, es ist Katastrophe. Aber mit den Ladies unten am Hafen läuft und... Naja, jetzt muss ich gucken, wo ich sie lasse, ne? Scheiße, meinst du, die haben auch Auge drauf gemacht, ne? Du kannst dich nicht so frei bewegen, ne? Ihr sagt, ne, Menschenhandel, so, das ist halt genau mein Gebiet. Amigos, die denken, wir sind das Kali-Kartell, das heißt, die haben Auge auf unsere Autos geworfen, die haben Auge auf alles geworfen. Wir müssen uns jetzt echt irgendwie ein bisschen versuchen, anders, ich weiß nicht, zu verhalten. Zurückzuhalten. Ein bisschen zurückzuhalten, auf jeden Fall, damit wir irgendwie diese Geschichte irgendwie erstmal, ihr wisst schon. Was wichtig ist, dass wir die Delay erstmal ein bisschen beschützen. Sie. Ich habe heute Nacht ein bisschen am Delay gestanden. Ich glaube, da einer verkauft. Ich glaube, heute verkauft keiner bei dem Preis. Nico, Jürgen ist lieber, aber auch musst du sagen, wie es ist, ey. Also, ne? Der war schon. Sag mal, Papi, hast du einen Namen bekommen? Nein. Vom MD? Ja. Ach, vom MD habe ich keinen Namen bekommen. Ja, waren auch wir beide gewesen anscheinend. Aber auch nicht vom FIB. Das, also ich habe keine Ahnung, was das war mit dem MD, mit dem Messer und so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe dir halt 200.000 angeboten, dass du mich freilässt. Bei mir auch nicht. Immerhin, 200.000 ist eine Menge. Ja, eben. Ich habe mit 100.000 angefangen. Crazy, ey. Der war da auch nicht. Anscheinend sollten sie wohl mit dem Messer bedroht haben oder irgendwie, keine Ahnung. Hab ich aber nicht. Ich meine, sie konnten mich ja nicht mal sehen. Und ich saß vorne. Die haben mich vorne mitgenommen, bei hinten kein Platz. Ja, dann warst du nicht bei mir im Auto. Weil ich saß nämlich auch vorne. Nee, ich bin aber, ich war bei dieser Rothaarigen. Ich raus für den Support. Ich weiß nicht, sind nicht so irgendwas mit 1000 Grün? Ich weiß nicht, ob es 1000 Bits sind oder so. Keine Ahnung, ey. Und Papi saß da. Ich hab mir da kurz eine Minute mal Zeit genommen, um zu gucken, was hier geschehen ist. Ja, ich meinte dann im MD zu ihr, gerne von wegen, Tino, ob sie mich nicht einfach laufen lassen kann. Sie soll einfach sagen, sie hat keine Chance gegen mich gehabt und sie kann mich nicht festhalten und so, aber... Ne, alle anderen, die ein Abo dagelassen haben, ey, ich könnte sagen, war nie eine jetzt, Rede gewesen. Das ist doch echt, ne, ihr seid doch verrückt, wirklich jetzt mal, ey. Sie. Ahnung. Oh, no. Dann kann ja jeder was behaupten. Ja, eben. Ja, mein MD ist halt schon... Verrückter Hund, ja, das Mann, wirklich. Soll aber auch zwei Zeugen gegeben haben, also. Ja, welche denn? Wo sind denn die Zeugen? Ja, weiß ich ja nicht.
Wenn man Zeugen geben würde, würden wir längere oder hätten wir längere Hafteinheiten bekommen. Ich werde das halt mit dem MD klären. Ich stehe gut mit der Leitungsebene. Austausch mit. Amigos, das hat nichts mit anderen Großmann zu tun. Jetzt mal ehrlich, ihr wisst ganz genau, das Thema ist durch. Ist eine tolle Frau, aber ich habe keine Zeit für sie. Ich werde dem nicht gerecht, was sie verdient hat. Ganz einfach, okay? So einfach ist das. Ist ja okay. Deswegen musste ich das beenden mit uns, weil ich den Fokus auf unsere Familie richte. Punkt. So richtig. Und meinen Lümmel habe ich seitdem auch nirgendwo mehr reingesteckt. Ja, also entspannt euch, ja. Ich kann einen Anruf. Ich weiß, ich bin kurz davor, ich brauche ein bisschen, ich muss mal den ganzen Stress die letzten Tage, glaub mir mal, ich würde auch mal wieder so ein bisschen, weißt schon, tanzen und danach ein bisschen, weißt schon. Ja. Ich habe ne, für alles eine Dame, also jede Vorliebe für jeden, ne? Ja, ich weiß, ich werde, ne, ja. Wir sollten eh feiern am Wochenende oder so, ne? Also auf jeden Fall. Mamas. Vielleicht auch am Donnerstag so eine Studentenparty, hätte ich auch Bock drauf. Ja, ich muss, glaube ich, noch so ein bisschen Takashi an den ne, Settings rumfuchteln, gerade mit Sound, Ingame-Sound habe ich auch schon gehört, ist da Mittwoch feiern. Laut und so. Ja. Ich kann auch morgen feiern. Ja, den Mittwoch. Sagst du. Also heute eigentlich, auf den Dienstag oder auf den Mittwoch, was meinst du? Für Mittwoch, ich habe morgen Geburtstag. Du hast morgen Geburtstag? Nee. Ja, dann morgen. Nee, muss ich ausgeben, ne? Nee, ist auch scheiße. Familie, gibt aus. Aber Mamas ist doch gefüllt mit Getränken. DJ kriegen wir auch irgendwie gestellt, keine Ahnung, hoffen wir. Vielleicht wäre ja ein bisschen die Stadt abzappeln. Ein Versuch ist es immer wieder wert. Das stimmt. Oder wir verbinden das mit der Moslis und Werkstatt, Einweihungsparty. Damit wir da endlich mal so ein bisschen, ihr wisst schon, dieses gewisse Treiben an einem gewissen, ne, Punkt der Stadt auch zustande bekommen. Ganz genauso. Lass uns morgen mit Peter zusammensitzen. Wir gucken mal. Ey, gracias. Das denke ich nämlich auch, ey. Wir müssen alle zusammen einfach uns Gedanken machen, die wir morgen entzünden. Tag zu machen, oder? Also das Mittwoch, ne? Nicht Dienstag, Mittwoch, sondern Mittwoch. Mittwoch. Richtig, Mittwoch ist so, ja. Dann lass doch Mittwoch feiern. Sehe ich genauso. Können wir gerne machen. Wir können das Ganze schon morgen dann so ein bisschen, also heute schon morgen. Also, heute Abend bin ich tatsächlich nicht da, weil, ne? Alles gut. Wir machen das, aber, ne? Dass wir eine schöne große Sause haben. Sagt man doch so, oder Sause? Sehe. Oder Party. Hause kann man auch sagen. Bum, bum, bang, bang. Außerdem ist Bergfest. Das Bergfest, ne, meine ich, ja. Ey, Takashi, Peter, machen wir morgen gerne. Ne? Kuss geht raus auch ne, für euren Support und auch für ne, die Dankes. Ich werde mich mal ein bisschen eindecken mit Handy und ich mein, so. Ich meine das und wirklich ernst, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, was 1000 Bits sind. Ich weiß nicht, was da gucken, was ich jetzt verdient habe in der Zeit sind. Mit den Damen. Ich weiß wirklich nichts, deswegen ich muss mich morgen damit erstmal auseinandersetzen. Ich kann nur sagen, danke für den krassen Support, ne? Was keine ist denn? Ne? Funkt mich einfach ich an. Na, ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Aber, ne? Also, eigentlich. Ne? Ihr wisst schon, ne? Euch für immer und ewig beschützen. Ich werde Papi nicht so stehen lassen. Nee, ich bleibe auch nicht so stehen im Music. Das ist ganz genau. Ich habe gestern schon ein bisschen zu lange gemacht, so. Heute wieder. Wir waren heute auch wieder. Das war keine schnelle Rambazamba-Nummer raus, rein und, ne? Die Cops haben auch nicht nachgeben wollen und, Es läuft. Klappt irgendwie auch nie was. Immer wenn wir irgendwas vorhaben, klappt das nicht. Warum ist das so? Wir hatten zu wenig Dietriche dabei, wir müssen nächstes Mal 100 mehr. Ey, also das kannst du auch keinem erzählen. Ich habe als das letzte Ding, da habe ich es gecheckt, wie es funktioniert, so wo ich auch nur dachte, Mann, ey. Also ja, super. Du hast gerade 50 Dietriche im Knast gelassen. Offen. Ja, wir haben 50 Dietriche dabei, das sind nicht 5 und wir kamen nicht mal in den Hof. Wie viele Türen waren das? 4, 5 Türen? C. Ich glaube, Flo hatte richtig schwitzige Hände gehabt. Das war richtig wild gewesen, auf jeden Fall. Aber hat Spaß gemacht, ich fand die Aktion gut und schlussendlich ging die SG-Zeit schneller rum als jemals zuvor. Eben. Und da muss man auch den Kopf lassen, die haben uns jetzt auch nicht so viel gedrückt, ne? Also das war jetzt 20 dann noch, ja. Trotzdem, Alter, mein Revolver ist weg, der dritte in 3 Tagen. Auf Dauer macht das halt auch keinen Sinn, aber wir müssen jetzt nochmal uns wieder eine
also ich werde meine Kontakte akquirieren. Ich werde das letzte Zeug auf der Straße aufkaufen. Ich habe da noch so ein, zwei Kontakte. Aber das wird es dann auch gewesen sein, mehr kommt dann da nicht mehr. Dann ist die Straße leer gekauft, der Manus. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Aber wir haben zum Glück noch in der Firma, ne? Was liegen, wir brauchen keine Investitionen gerade tätigen. Wir haben Helis und so, aber wir müssen uns überlegen mit den Helis, dass die jetzt schon so lange kaputt sind. Ja, wie gesagt, also ich habe ja letztens keine Möglichkeit, die zu reparieren, ne, Manus, gar nichts geht. Nicht mal die Götter können das machen. Siehst du noch nicht mehr Beten, nicht? Mehr bringt. Nein, ich hab Brieftaube geschickt, die kamen, haben versucht, ging nicht. Das meinst du mir, ich soll später nochmal. Achso, ja. Aber wenn der eingeparkt wird am Flughafen von dem Abschleppunternehmen? Naja, die sind ja eingeparkt. Okay, aber die. Aber die sind halt komplett kaputt, du kannst sie nicht mehr aufmachen. Uff. Ja, und die konnten halt nichts machen. Ja, unser Heli kostet. Nee, also das ist ausgeschmissenes Geld und der sind wir auch nicht unbedingt drauf angewiesen auf den Heli, deswegen. Ey Gino, gute Nacht, ne? Danke das geht ja schon cool gewesen. Wirklich dicken Kuss. Hat mir nur drei Türen gehabt. Schlaf gut. Und wir sehen uns heute bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, im Heli rein. Doch, über den Innenhof. Okay. Ich glaube, mir habe ich schon so oft Leute rausgeholt. Nächstes Mal. Ja. Nächstes Mal, richtig. Wenn wir in dem Moment vielleicht zwei, drei mehr gewesen wäre, der Kampf auf unserer Seite, dann hätten wir vielleicht auch vorrücken können, ne? Gesammelt. User joined aber your channel. Haben wir halt auch, ja. Ja. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe den nicht gesehen. Der von hinten kam, den hat man nicht gesehen, versteht ihr? Doch, den habe ich gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn auch einmal kurz gesehen gehabt. Aber ja, ich, als ich gefallen bin. Dachte ich auch nur so, scheiße, Mann, ey. Und ich habe schon mitbekommen, dass von da aus geschossen wurde, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ey, du, ich bin in der Ecke da. Du. Wir sehen uns auf jeden Fall. Hab eine gute Nacht. Ja, naja. Und nicht mal machen wir es besser. Sehen. Deswegen, wie gesagt, ich, ne, bin nicht mad. Ich bin jetzt nicht, ne. Ja, auch nicht. Also ich bin nur mad darüber, dass ich wieder durchsucht wurde, bevor ich behandelt wurde. Sie. Das, ich also ich gehabt. Ja, das finde ich auch. Ich weiß, das sollten Sie so machen. Ich finde, wenn wir noch nicht behandelt worden sind, gebührt das dem Respekt, weil es geht um Leben und Tod. Ich meine auch zu dem, also ich habe Schmerzen. Also ja, ich fasse sie sanft an. Ist ja uns trotzdem. Oder kannst du mir sanft den Finger nachschieben oder was? Das hatte ich gestern auch schon gehabt. Ja, bevor Sie jetzt einsteigen, ich nehme erst mein Kommunikationsmittel weg. Ja, danke. Ja, da gibt es hier und da noch Ungereimtheiten, aber. Da müssen wir halt in dem Moment dann auch sagen, no, ich werde mich erst behandeln lassen, mir geht so schlecht. Mach ich ja. Ich sehe mal ein bisschen nach, ne? Ich habe hier Schüsse bekommen und, ne? Aber es juckt die ja nicht. Dann lass dann die fallen. Dann lass Amigo. Ja. Dann theatralisch, weißt du, wie ich meine? Ja. Lass dich fallen in dem Moment, wenn der Körper ankommt und sagt, dann mach deine Faxen mir egal. Nur Schmerzen hast dann, ne? Und der Kopf darauf nicht reagiert, dann weiß ich nicht, ne? Ja. Dann machen Bluff wie beim Poker, Amigo. Geben dir nicht alles, was sie wollen. Reicht jetzt auch mal langsam, ne? War ja ziemlich viel, was wir denen gegeben haben. Und was sie uns genommen haben, sind nicht nur die Drogen von euch und unseren Arbeitern, sondern jetzt auch, ne? Unsere Waffen. Ich habe 50 Riesen auf dem Konto, Amigo sitzt, ne, nach zwei SG-Aufenthalten ist das auch wieder weniger. Ich bin froh, dass ich die 30 Riesen, die wir bei der Geisel übernahme, ne, die ich mir die zwischen die Arschspitzen gesteckt habe, noch vorher schnell ins Lager reingeschmissen habe, ins Familienkasse. Ja, ja, ey. Deswegen, ey. Das ist verrückt. Müssen wir, ja. Einfach jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, es muss einfach nur ein guter Joint-Preis sein, dass Olli seine 5 Pounder verkauft. Ich weiß, ihr habt echt, ne, jeder hat einiges von euch, ne? Aber der Joint ist halt auch nur noch heute und morgen. Olli hat 5 Pounder, ey. Und morgen ist er ab einer gewissen Uhrzeit, wie wir wissen, für uns, ne, halt, ja. Dann müssten wir halt da sein, ne? Sie. Aufstellen. Achso. Wir müssen bereit sein.
schon da sind, das ist natürlich, das wäre eine mega, das wäre natürlich meine Ansage, ne? Einfach schon da sein, ganz demonstrativ sagen, wer ist das? Unser Kuchon ist. Das hätte auch was. Wollen wir machen? Das werden wir machen, finde ich. Also wenn wir die einfach warten. Wenn wir die richtig, wenn wir die Masse haben in dem Moment dann auch, nur ja. Nicht nur zwei, drei Leute sind dann, ja. Ja. Dann, wenn dass sie sehen, wir, dass wenn wir nur zwei, drei Leute sind, dann werden wir uns anders ansneaken, sage ich euch jetzt schon. Wir werden nämlich zu Fuß uns dann dran machen und keine Ahnung, alles versuchen, was geht. Das weil da sind nämlich viele kleine Gassen, wie ihr wisst. Am besten halt schon und zumachen, bevor die überhaupt kommen, dass die direkt sehen, dass wir da sind. Sich nochmal überlegen, ob die überhaupt angreifen. Die haben auch alle im Platten, die scheiß Autos, ey. Sie haben uns alle im Platten, ist das nicht? Ich hab schon mit den beiden gesagt, den FLB, der nicht recht machen, die Rechnung beim, ne? Ja. PD rein. Oder FLB, aber zum Headquarter will ich gar nicht hochfahren. Jeden langen Weg, wieder eine Stunde raus aus der Stadt, ey. Aber jetzt hier alles das SWAT oder nicht? PD ist mittlerweile. Ja, jetzt reicht's mehr. Ist nur runtergehen. Chat, ich werde auch jetzt die Zelte abbrechen. Ich bin auch todesmüde. Die letzten Tage waren schon over limit. Aber auch nur, weil, ja, ich mega Bock habe gerade einfach wieder und es mega viel Spaß macht. Und dann habe ich auch noch so eine verrückte Runde wie euch mit dabei irgendwie. Und da macht es natürlich noch mal eine Runde mehr Spaß. Aber jetzt ist auch Zeit für mich, ne? Ja, ich muss auch dem Job nachgehen morgen früh und in meinem Alter, ihr wisst ja, wie das ist, da fallen dann schon mal so 2, 3, 4 Stunden Schlaf dann, ne, ihr wisst schon, auf. Deswegen. Der wird jetzt erstmal nochmal weggemacht, deswegen also, ne. Warten jetzt nochmal. Wir warten jetzt nochmal ab, meine ich. Ja, alles was gut. Passiert. Geil. Bisschen Musik zum Abschluss. Jürgen macht den jetzt weg. Meinst du? Er ist auf der Suche, der ist heiß. Oder Jürgen liegt. Sieh, das kannst du auch haben, dass er liegt. Ich habe keinen Funk, das ist. Aber er hat einen Funk, er hätte durchgefunkt, wenn was Wichtiges wäre, glaube ich. Ja. User Jürgen, left alles gut bei dir? Sieh, alles gut. Thank you.
Jo, Chat, ey. Was wieder für ein verrückter Streamabend. Also wie gesagt, ich hab den Scheiß jetzt echt lieben gelernt. Aber man muss auch wissen, wann Schluss ist. Und jetzt so langsam gegen 1.30 Uhr, ne? Spätestens 1.40 Uhr sollte man noch wissen, wann dann sein, ne? Punkt erreicht ist, bevor man es noch weiter übertreibt. Und ich muss morgen auch, du wolltest nicht glauben, aber 6.30 Uhr raus aus den Fehlern. Dann warten die Hunde erstmal, mit denen ich eine Stunde unterwegs sein werde. Und dann, ne, geht's ja, ran an den Laptop, dann geht's ran an den Real-Life-Job und im besten Falle, ne, ist dann immer zwischendurch halt auch Zeit, ja, nochmal hier seiner Passion, seiner Leidenschaft nachzugehen. Und das heißt dann nicht immer unbedingt direkt im RP, sondern halt auch, ne, ja, darüber hinaus einfach schauen, ja, wie man das Ganze hier immer noch ein Stück weiter voranbringt. Und das kann man immer, wenn man miteinander redet und ja. Deswegen ist schon wieder einfach nur verrückt. Könnt ihr euch daran erinnern, wie abgefuckt ich vorhin war? Nach der Assi-Kammer sozusagen, ganze Zeit diese Probleme, dann komme ich so spät rein, laufe da alleine rum auf dem Dach und dann bin ich umgeschossen. Dachte schon, hier passiert gar nichts mehr und ey, schlussendlich, ne? Wenn ihr überlegt, wir waren von 25 Zuschauer, voll verrückt einfach nur, ey. Oder auch nur denkst, krank. Woher die Kraft für diesen Leggy Stream auch? Aber schlussendlich hatten wir wieder mega geile Action, wir hatten super geiles, finde ich, einfach RP auch im Knast jetzt gehabt, im SG. Hat einfach total viel Spaß gemacht, ne? Die Ermittlungsbehörden sind am Start und bringt uns als Bedfrag dann einfach mega viel Handlungsspielraum auch nochmal zusätzlich. Und ne, die verwenden ihre Dinge, wo ne, andere Fehler machen oder irgendwas droppen aus ja, Gründen oder ne, weil sie es halt echt vercheckt haben in dem Moment oder ihnen das gar nicht bewusst gewesen ist, was das vielleicht ne, im Nachgang mit globalen, ne, den es gar nicht mehr gibt eigentlich, ne, aber schlussendlich ein Durchsuchungsbefehl auf der Ranch auch hier kommen kann. Und wenn wir unsere Camper stehen haben und andere Dinge, ne, dann kann das Ganze halt mal ganz dick nach hinten losgehen. Deswegen das ist jetzt für uns nochmal wieder ein neuer LP-String, den wir da haben mit dem FIB und dem Watch-Out, dass wir wissen, dass da auf jeden Fall ne, jederzeit irgendwie uns eine Räumungsklage droht. Nein, Durchsuchungsbeschluss im Endeffekt auf dem ganzen Gelände und das kann wehtun. Und deswegen, das will man natürlich umgehen. Ne? Ich habe die Familie als Patron zu schützen, die CESO. Und deswegen ist das jetzt auch der Shoutout gewesen. Ne? Alles verschwindet und so, die kümmern sich drum. Und dann werden wir hier, wie gesagt, mal wieder eher abtauchen in, ich weiß nicht, Dienergeschichten und Co. Weil wenn sich das so herausfordernd darstellt mit der ne? Assi-Kammer auch, dass wir da einfach alle umgerotzt werden und so. Ne? Und ja. Seid ihr noch beim Anwesen? Ja, sie, wir dachten, du ne, lieferst dir gleich noch ein geiles denn hier mit denen oder so. Ja, nur leider nicht. Und deswegen... Also, ich bin jetzt Handys vorbei und Tablets. Na, wollte aber wieder nur die Staatsmacht ne, zu spielen bekommen und wir haben mit Vargas zusammen agiert, ne? Wir waren jetzt auch nicht mega viele, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Ich nehme mich da auch komplett raus, weil ich zu spät dazugestoßen bin und aber schlussendlich haben wir halt auch ne, drüber gesprochen gehabt und darauf kommt es dann auch immer anders im Nachhinein, wenn du mit den Beteiligten sprichst, guckst, wer wo was besser hätte machen können und warum, ne, welche Situationen eventuell dann ausgeartet sind, damit man dann im nächsten Mal ne, ganz genau weiß vielleicht, ne, wo was eskaliert ist oder was man hätte besser machen können. Und dann kann man das RP dann auch nur ne, dadurch verbessern, weil es einfach nachhaltiger wird und ja. Das Ganze nicht mit einer kurzen Schepperei endet, wisst ihr, wie ich meine? Also, ne, bum bum, fertig, liegen, Behandlung, SG, sondern, ne, das Ganze soll ja, keine Ahnung, das soll ja wie ein Film sein, also für meinen Anspruch immer, sag ich. So durch, ne, ich sag immer, lean back, puff slowly, relax and, ne, and enjoy. Ganz entspannt. Hast du einen Unfall gebaut, Jürgen? Nun, ich bin gleich da. Ey Chat, ne? Wie gesagt, ich werde jetzt auch aufgehen. Der Stream aber ja, läuft jetzt auch schon sahnemäßig über 2 Stunden zum Glück. Ich werde ne, VOD auch wieder reinhauen auf Twitch. Schaut da gerne, ne? Rein. Wenn ihr irgendwas, ne?
verpasst habt oder zu spät reingekommen seid oder was auch immer. Aber wir sehen uns morgen oder besser gesagt heute auf jeden Fall. Plan ist auf jeden Fall Daily Stream On und ne, den einen oder anderen, der Bock hat, einfach mit auf die Reise zu nehmen vom Kardi-Kartell und ja, euch den Server natürlich auch, ne, näher zu bringen. Deswegen Kuss geht raus für den unbändigen Support. Ne? Deswegen keine Ahnung, ne, warum ihr da so eskaliert seid, aber ich kann euch da nur vom Herzen danken. Oh, krass, ja. Deswegen, also wirklich. Dafür. Kuss. Ja, Funkgerät habe ich nicht. Schlaft gut, ne? Ja, Funkgerät habe ich auch. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute auch wieder dann irgendwann in den späten Abendstunden mit reinschaut. Könntest du mir noch einen Gefallen tun? Weil Action gibt's definitiv. Hätten wir jetzt zu LSC 3. Deswegen, ich wünsche euch alle eine gute Nacht, euer Papi Manzulu de la Muerte. Wenn du noch Zeit hast. Oh, ich muss gleich die Bitches abkassieren. Adios. Ja, das kannst